Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Ein jahrelanges Tränental ist durchschritten. Ganz Stuttgart freut sich auf die Champions League. 23. Minute. Mio auf Girassi. Girassi auf Mio. Mio auf Girassi. 23. Minute. 1:0 für Stuttgart. 31. Minute. Girassi. Wieder Girassi. 2:0 Stuttgart. Goldjunge Girassi, 28 Tore in 28 Spielen. So oft hat nie zuvor ein Stuttgarter Stürmer getroffen. 75. Minute, wieder Undav. Diesmal nicht vor dem gegnerischen Tor, trotzdem bärenstark. Undav behauptet sich gegen Ulrich und gegen Reitz und hat dann das Auge für den eingewechselten Silas. Der sucht Girassi, findet aber den ebenfalls eingewechselten Jong. 3:0 für Stuttgart. Es ist eine Saison der großen Glücksgefühle. Der heutige Tag, eine einzige große Party im Zeichen des Brustrings. 83. Minute, Silas und Achtung, Anton auf Jong. Und dann startet Silas und ist nicht zu bremsen. Und ist nicht zu bremsen. Silas ist nicht zu bremsen. Was für ein Tor. 4:0 für den VfB. Keiner kann Silas stoppen. Ein Tor wie die gesamte Saison des VfB. Phänomenal. Außergewöhnlich. Sensationell. Wunderschön. Ein Verein auf Wolke 7. Und dann der nächste Gänsehautmoment in Stuttgart. Die Hoffenheimer Führung gegen Bayern. Der VfB auf Kurs Vizemeisterschaft. Was für Wochen für den VfB in nur einem Jahr. Aus der Relegation in die Champions League. Damals drohte Elversberg. Jetzt winkt Real Madrid. Eine unfassbare Saison, 14 Plätze besser als im Vorjahr, Vizemeister, und ab September machen sich dann Zehntausende Stuttgarter auf die Reise durch Europa. Das muss auch Sebastian Hoeneß erst noch realisieren. Wir spielen gemeinsam Champions League, verdammte Scheiße! Eine Saison für die Geschichtsbücher ist zu Ende. Der VfB Stuttgart gewinnt am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:0. Nicht nur das, durch den Patzer der Bayern wird er auch noch Vizemeister. Und nicht nur das, der VfB 2 gewinnt am letzten Spieltag der Regionalliga mit 2:0 gegen Hoffenheim 2 und überholt damit die Kickers, wird Meister in der Regionalliga und steigt in die dritte Liga auf. Was für ein wahnsinniger Samstag war das bitte. Wir sprechen darüber. Nicht nur über den Samstag, sondern auch über die gesamte Saison, lassen das alles Revue passieren für euch mit Philipp Meisel. Grüße. Und mit Felix Mahler. Auch Grüße. Den Felix kennt ihr eigentlich immer nur bisher ohne Bild. Jetzt haben wir aber dieses Event von Saison, das man ausführlich besprechen muss, und haben wir natürlich gesagt, wir machen das mit bewegtem Bild, haben das euch angekündigt, und deswegen nehmen wir natürlich den Felix hier auch mit vor die Kamera, freuen uns. Als erstes aber, bevor wir in diesen richtigen Saisonrückblick gehen, blicken wir erstmal noch auf das Spiel gegen Gladbach, oder? Genau, das machen wir. Wir haben natürlich alles für euch vorbereitet. Heute kann es auch ein bisschen länger werden und vielleicht wettendassige Züge annehmen. Wir blicken natürlich zurück auf das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Dann haben wir einen deutlich längeren Part als ehrlich geplant, müssen wir zugeben, zum Regionalliga-Abschluss des VfB 2. Das war nämlich auch verrückt, was da passiert ist. Und glücklicherweise war ein Philipp Meisel vor Ort in Reutlingen und kann uns da auch einiges berichten. Und dann haben wir natürlich den ganz, ganz großen Saisonrückblick auf die Bundesliga, blicken auf die
vielen, vielen Höhepunkte, auf die vielleicht ganz, ganz wenigen nicht so schönen Dinge und versuchen all das nochmal für euch nachzuklappen, was da passiert ist, denn das war unfassbar. Und ich würde sagen, wir steigen aber direkt mal ein mit dem Spiel gegen Gladbach. Felix, du warst im Stadion, ich war im Stadion. Was war da bitte los? Es war krass. Ich meine, wir gehen jetzt auch schon ein bisschen länger ins Stadion. Ihr natürlich länger als ich, schon lange dem Alter geschuldet. Aber der große Vergleich war, glaube ich, immer das Legendo-Spiel. Ich glaube, das lässt sich in diesem einen Tormoment, diesem Legendo-Tormoment auch nicht toppen. Aber das gestern war auf jeden Fall Top 2, was ich jemals erlebt habe. Vor allem ab diesen Szenen dann, als klar wurde, ey, die werden hier wirklich Vizemeister. Die Sache war ja die, vielleicht die Älteren werden sich erinnern. Ich hatte natürlich, mich immer dissen hier die ganze Zeit. ich hatte natürlich extreme 2003-Vibes, als der VfB es auch geschafft hat, am letzten Bundesligaspieltag zu Hause gegen Wolfsburg zu gewinnen und gleichzeitig die Dortmunder, die gepatzt haben. 1-1 Timo Rost, als dieses Tor eingeblendet wurde durch die Anzeigetafel, da war das ähnlich emotional wie eben jetzt am Samstag, als dann die Hoffenheimer gewonnen haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das vorher auch in unserem Vorgespräch gesagt, ich war am Samstagnachmittag so beseelt ob der Leistung des VfB, da stand es ja dann schon 4-0, dass ich fast schon vergessen habe, dass Hoffenheim parallel noch spielt und dieser Sprung auf Platz 2 noch drin ist, weil ich für meinen Teil so schon happy war mit allem. Und ich glaube auch viele diesen dritten Platz natürlich mit Kusshand genommen hätten. Auf der anderen Seite, wenn ich dann so ein bisschen länger drüber nachdenke, wäre es auch ein bisschen ärgerlich gewesen, wegen des Torverhältnisses dann hinter den Bayern zu landen. Als dann, wie gesagt, dann die Tore eingeblendet wurden von Kramaric und nochmal, war das unglaublich. Und dementsprechend auch die Emotionen nach Spielende. Und ich glaube, bevor wir nochmal im Detail drauf eingehen, was am Samstag passiert ist, lass uns mal hören, wie der Trainer das eingeordnet hat, was eigentlich gar nicht einordnenbar ist. Wichtig war für uns, das 1-0 zu machen. Ich habe es auch so gesehen, es war ein offenes Spiel, ging hin und her, wie es eigentlich auch zu erwarten war. Wir sind dann diejenigen, die das 1-0 machen und das hat uns dann schon auch dann ins Rollen gebracht. Wir machen dann recht schnell das 2-0, haben trotzdem immer wieder auch Situationen gehabt, die wir überstehen mussten, einfach aufgrund der Klasse, die auch Gladbach auf dem Platz gezeigt hat. Ja, und zweite Halbzeit plätscherte es so ein bisschen dahin. Und ja, dann war es natürlich für uns, einfach um das Spiel am Ende auch zu gewinnen, wichtig, das 3-0 zu machen. Und so wurde es dann am Ende natürlich mit dem vierten Tor von Silas ja, ein unbeschreibliches Fußballfest für uns. Und ja, was dann noch alles passiert ist, ist eigentlich nicht zu beschreiben. Ja, für mich, der das Spiel nicht vor Ort beobachten konnte, ist schon eindrucksvoll, dass er überhaupt noch Worte gefunden hat. Ja? Nach dieser Nummer, ich glaube, mir hätte da das ein oder andere nicht so leicht von der Zunge gehen können wie Sebastian Hoeneß. Aber er hat es ja auch geschafft, in dem ganzen Trubel noch ein schönes 1-gegen-1 gegen Serhou Guirassy's Sohn zu spielen. Ja, also insofern, der Mann scheint Talente zu haben, von dem wir noch gar nichts wissen. Wie war denn dein Eindruck, Felix, von diesen 90 Minuten? Wie war es unter der Fahne, unter der großen, die da hochgezogen wurde? Ich war erstmal glücklich, dass ich überhaupt an die Fahne kam oder unter die Fahne kam. Ja. Also wir hatten ja Einlassschwierigkeiten. Fahne ist es ja eigentlich nicht, aber wir wissen alle, ja, wir reden von der Choreo. Ja, ja, natürlich. Also Einlassschwierigkeiten, ich weiß nicht, irgendwas mit Defekten, Drehkreuzen und so Geschichten. Also ich glaube, das Ding lief schon. Ich war 2 Minuten vor Anpfiff drin, war auch anders vorgestellt am letzten Spieltag. Das erste Mal in der Saison auch fairerweise, dass es erst so spät gelungen ist, reinzukommen. Aber ja, von Beginn an war es Level hoch. Wie gesagt, du weißt, den letzten Spieltag-Vergleich mit Legendo immer natürlich ganz andere Voraussetzungen. Heute war es, oder beim Spiel war es kompletter Freudentaum, bei Endo war es ein bisschen Anspannung noch dabei. Anfangs war es stark, die Jungs kommen gut rein, führen direkt, dann zweite Halbzeit, wenn wir ein bisschen Spieldurchlauf machen, wurde es ein bisschen ruhiger. So, ich glaube, bis zur 70. oder 75. ist ja quasi nichts passiert, so die erste halbe Stunde. Und wie gesagt, wie ich vorhin schon angedeutet habe, ab 75. plus, ab diesem 4-0, ab den Hoffenheim-Toren, ist es das Beste, was ich jemals erlebt habe mit der Stadionrunde danach. Zig Spieler, ich eben auch aus der Blickfeld quasi zentral in der Kurve, sind auf dem Zaun gewesen, zig Spieler. Das war wirklich höchst emotional und wie gesagt, in dem Legendo-Tor-Moment kannst du es nicht überbieten, aber das, was da an Stimmung war, auf wirklich jeder einzelne Block, das ist ja auch durchaus eine Seltenheit, dass wirklich das komplette Stadion steht, das komplette Stadion hüpft. Da waren Fangesänge dabei, die habe ich noch nie so laut gehört, also das war schon wirklich ganz, ganz groß. Ich habe das tatsächlich gehört auf der Rückfahrt.
von Reutlingen habe ich natürlich SWR1 die Stadion laufen gehabt und die, also der, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber der ist natürlich auch jedes Mal, wenn er wieder eingeblendet wurde, der Radiomann und seine Sprechzeit, der ist jedes Mal emotional geworden, Stimme lauter, was hier abgeht, Sie können sich es nicht vorstellen, diese Lautstärke, diese Wucht, die da gewesen sein muss. Bin ein bisschen neidisch gewesen, ehrlich gesagt, Männer, ja, auf die Nummer. Aber gut, ich hatte auch meinen Spaß und dazu kommen wir nachher noch, aber ja, also kann man sich, glaube ich, nicht besser ausmalen. So wie es gelaufen ist, das ist ja genau das, was du dir als Drehbuchschreiber vielleicht vorgenommen hättest. Ja, genau so muss es geskriptet sein, um dann zu diesem Klimax zu kommen, der dann Vizemeisterschaft bedeutet. Ich meine, Felix wird uns nachher natürlich auch in gewohnter Manier jetzt heute live bei uns alle Zahlen, Daten, Fakten. Da freue ich mich schon drauf. Ich bin gespannt, ob er das auch wirklich live kann. Ja. Er wird uns alles an nackten Zahlen geben zum Spiel gegen Gladbach und dann zu dieser Wahnsinnssaison. Ich glaube, die wichtigsten Zahlen, die kennt ihr da draußen natürlich auch. Und was ich aber neben den Zahlen einfach beeindruckend fand, vor allem am Samstag, das war, als hättest du diese gesamte verrückte, erfolgreiche, spielstarke, dominante Saison nochmal in 90 Minuten durcherlebt. Was da an Spielfreude da war, an Lust, an gemeinschaftlichem Agieren, denn wenn man sich allein das anschaut, ich glaube, wir sind uns einig hier zu dritt, wir klammern mal aus, dass die Gladbacher so halb im Sommermodus waren, das brauchen wir jetzt mal, ja, an der Stelle. Ja, ich meine, dass du natürlich am 34. Spieltag im eigenen 16er noch Doppelpässchen hin und her spielen kannst, das ist schön, aber dass der VfB da einfach nie die Lust verliert, da weiterzumachen und Dinge wie, wenn man sich nur mal die Tore anschaut, Mio Gerassi. Du willst ständig auf Gladbach, ich lass dich nicht. Ich lass dich jetzt nicht über Gladbach reden, Philipp Meisel. Okay, das machst du nachher. Ja. Vielleicht, wenn du überhaupt. Wenn ich zu Wort komme. Gerassi, Mio, das 2-0 von Gerassi, in dem er nochmal komplett sein ganzes Repertoire an dem zeigt, was er kann. Lattenschüsse, dann das dritte Tor, in dem dann die Eingewechselten, was auch ein Faktor die ganze Saison war, was von der Bank kam, Silas Jong perform, das vierte Tor von Silas, was dann allem nochmal die Krone aufgesetzt hat, Felix schüttelt auch nur mit dem Kopf. Es war, als hättest du an diesem Samstagnachmittag diese ganze verrückte Saison nochmal komprimiert gehabt. Ja, also Tore 1 und 4, also ganz ehrlich, das ist ja indiskutabel. Er kann sich lassen. Das tut mir leid, das ist indiskutabel. Natürlich musst du die erstmal so machen, ganz klar. Da ist gehört jede Menge Lob und Respekt dafür, logisch. Aber ich meine, also bitte, das ist nicht Bundesliga-reif, was die da an... Ich meine, die spielen sich einen doppelten Doppelpass beim 1-0 und Mio chippt den dann über drei Leute dahin. Also bitte, ja, das sollte ja, eigentlich nicht möglich auch, sein in dieser Spielklasse. Wir haben uns auch komisch angeschaut, aber es ist passiert. Ja, so war es. Der Punkt ist halt aber auch, Felix, und das ist, finde ich, was nach dieser Saison auf jeden Fall stehen bleibt, ist, wenn du halt den VfB machen lässt, dann macht er auch. Und dann nimmt er das auch an. Also so ein bisschen, und das ist ja auch, was eine Spitzenmannschaft ausmacht, hältst du dir den kleinen Finger hin, dann reißt du dir die ganze Hand raus. Das ist passiert am Samstag. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ich erinnere mich, ja, tatsächlich. Felix, magst du mal loslegen? Bist du bereit? Ich habe das Internet ausgedruckt. Ich habe WGP ja durchgelesen. Nee, also die Daten beim 4-0 ist ja klar, ist auf Pro-VfB-Seite hauptsächlich, was man vorheben kann auf jeden Fall, ist, dass Gladbach in der Passquote bockstark war. Das sind von beiden Teams Stand jetzt, also teilweise werden noch Daten ja noch ein bisschen aktualisiert, wenn die Tage reinlaufen. Jetzt hier Stand Montag früh sind das die offiziellen Bundesliga-Daten. Ist das die beste vom VfB mit 93% und die beste von jeglichem VfB-Gegner mit 90% Passquote. Pass natürlich VfB immer gefühlt doppelt so viel gespielt, ist auch der Klassiker, Ballbesitz viel mehr, 11-5 Schüsse aufs Tor. Die X-Goals geben sie nicht so viel, das sind nur 0,4 Unterschied, 1,84 zu 1,45. Da gibt die Bundesliga am VfB nicht so viel Lorbeeren, wie es ein 4-0 eigentlich zeigt, aber ja, ich weiß auch ganz gleich nicht warum, weil das erste Ding aus 3 Metern aufs leere Tor, Jong schiebt aufs leere ein, vielleicht brauchst du eigentlich noch ein bisschen Verarbeitung von den Daten. Was man merkt, ist, dass gegen Saisonende natürlich ein bisschen schwächer wird in Sachen Intensität. Gerade wenn die Gegner eben auch nicht so viel Lust haben, auch so hat ein bisschen mehr los gehabt. Du hast schon Gladbach immer wieder angedeutet oder andeuten wollen. Die waren schon passiv oder wollten nicht so viel haben. Auch die Münchner, die zu uns kamen, wollten nicht viel von diesem Spiel. Aber Laufleistung, nur 12 Kilometer beim VfB, 110 knapp bei Gladbach, das sind keine Top-Werte, das sind Tiefstwerte unten. Die Sprints sind der absolute Tiefstwert bei den Gegnern vom VfB. 176er Gladbach nur abgerissen, da hat der VfB 50 mehr grob. Gewonnene Zweikämpfe werden immer weniger.
Gladbach hat 64 Zweikämpfe gewonnen. Tiefstwert von jeglichem VfB-Gegner. Okay. Aus 34 Spieltagen hast du mittlerweile auch was. Wenn ich das an Spieltag 8 erzähle, hast du halt nicht so eine große Schnittmenge. Aber jetzt nach 34 ist schon ordentlich. Eckner hat wieder einige. 8 Stück ist Top-3-Wert. Das war nicht so oft so hoch. Fouls 4-9. Das kannst du auch fast verschweigen. Da ist nicht viel passiert. Das ist übrigens ein guter Punkt, weil ich glaube, auch zumindest auf jeden Fall den Punkt würde ich auch dir, Philipp, geben. Auch mit Blick natürlich auf Gladbach. Man hat sich nicht wehgetan. Und ich glaube, das hört man aus den Zahlen raus. Und vielleicht auch an der Stelle auch gut für den VfB gelaufen, dass er im Saisonfinish jetzt in den letzten Spieltagen auch gar nicht in diesen Abstiegskampf so eingegriffen hat, sondern die ganzen Kellerkinder am Anfang hatte der Hinrunde und der Rückrunde. Ich glaube, das ist dem VfB schon noch reingelaufen. Ne? Willst du jetzt mein Lieblingspasswort Spielplanglück bemühen, oder? Strength of Schedule. Oh, guck dir das den laut an. Das hatte der VfB laut manchen gegnerischen Fans für 34 Spieltage. Ja, das war ja einfach, weil klar, es ist jetzt weiter. Das ist doch Quatsch, Leute. Hast du noch was, Felix, zum Spiel oder ist das Wichtigste, was du abgeräumt hast? Ja, Undorf hatte 8 Schüsse, das war ein ziemlich hoher Wert, aber sonst habe ich, glaube ich, alles abgeräumt, wie Philipp schon gesagt hat. Gladbach war recht passiv, da ist nicht so viel passiert, haben es ein verhältnismäßig leicht gemacht, aber trotzdem muss man das Spiel auch so ziehen und das ist jetzt keine Statistik, aber gerade das Silas-Tor freut natürlich und zeigt natürlich einerseits Passivität bei Gladbach, das darf so nicht fallen, andererseits die pure Galligkeit, den Wolters so haben, das war wirklich auch ein besonderer Moment, das 4-0 und das auch vor den besondersten Momenten mit den Hoffenheim-Toren, ne? War ich übrigens in dem Moment gerade dabei. Bier holen. Ja. Aber ich habe es gesehen, wie er es weiß. Aber ich stand direkt am Aufgang, also ich bin hochgekommen und dann stand ich so da. Ja, wir haben ja heute Video, deswegen. Yeah. Ich stand so da und habe dann das ganze Gesamtkunstwerk von Silas gesehen. Hab nichts verleppert und das Bier richtig zu den Kumpels gebracht. Aber es war ein Wahnsinn. Da kommst du dann auch hoch, das ist ja auch so ein Moment. Und das ist vielleicht auch schön, wenn du mal nicht auf der Pressetribüne sitzt, sondern auch so mittendrin, dieses Glück in den Augen der Fans, in dem Moment, du läufst da hoch, alle liegen sich in den Armen, ich habe wirklich ungelogen, ich habe Ü60 Menschen mit Tränen in den Augen gesehen, als dann auch die Hoffenheim-Tore reingelaufen sind, dieses Spiel war halt mehr als nur ein Spiel und das war einfach die Kulmination all dessen, was in den vergangenen Monaten passiert ist. Das habe ich selbst noch gesehen. Ich bin dann so um 18:30, 19 Uhr irgendwann in Cannstatt angekommen, war noch kurz hier in der Redaktion nach Reutlingen. Und dann war ich da so in der Gegend rund um Bahnhof, Schwemme, Pfiff, Escobar, ihr kennt die Läden. Da war erstmal ein Vibe da, als wäre noch vor Anpfiff, weil niemand ist nach Hause gegangen, einfach niemand. Ja. Die Nacht wurde zum Tag gemacht, auch vollkommen zu Recht natürlich nach so einer Saison. Und mit dem Wissen natürlich, du kannst 1, 2, 3 Getränke mehr nehmen, weil Montag ist ja auch noch frei. Ja. Und da war ein ganz spezieller Vibe in Bad Cannstatt. Hab dann auch später noch Leute getroffen, die das jetzt vielleicht sehen, hören. Herzliche Grüße und nochmal vielen Dank für die Schnäpse. War sehr stabil. Karlsruhe war meine letzte Station, bevor ich dann natürlich nach Hause gegangen bin. Todmüde und mit dem Wissen am Sonntagmorgen schon wieder für euch ran zu müssen, weil war ja klar, wir müssen das natürlich noch weiter aufarbeiten, nacharbeiten. Jetzt am Montagmorgen werden wir aufnehmen, sind wir quasi immer noch dabei, diese ganze Nummer nachzubesprechen, die in ihrer epischen Größe auch heute eine Sendungslänge produzieren wird, die nicht ein Normalmaß haben wird. Das können wir euch jetzt schon mal sagen. Nach Hause gegangen sind auch die Spieler nicht. Nee. So schnell am Samstagabend. Konnte man auch bei uns nachschauen, nachlesen. Das war natürlich auch Glückseligkeit pur. Zum einen, was sich dann natürlich im Stadion abgespielt hat mit den Fans. Gesangseinlagen, Zaunbesuche. Es war richtig, richtig groß. Und natürlich dann auch im internen Kreis für die Spieler und für den Staff dann noch in Stuttgart gewesen im Klassiker. The place to be, Amici, genau. Übrigens kann mir an der Stelle leider eine kleine Spitze an euch da draußen nicht verkneifen. Ja, es heißt ja immer so gerne, die SCN, die machen nichts, haben keine News, machen die ganze Zeit nur Klickstrecken. Ja? Diese Klickstrecke von diesem Abend hat einfach fucking 170.000 Seitenaufrufe gemacht. Ihr wart zum Teil mit 1500 Leuten gleichzeitig drauf, den ganzen Sonntag. Ja, von wegen, Klickstrecken wollen wir nicht, wir wollen ordentliches Zeug haben. Naja. Es gibt wohl auch Gegenbeispiele. Ja, jedenfalls, wenn Amici-Bilder einlaufen, dann wissen wir, die Hütte brennt, ja, wie wir so schön sagen. Die Seite brennt und zwar das den ganzen Tag. Letztes Mal, als ich so eine Zahl gesehen habe, tatsächlich war auch eine Amici-Biga mit Arthur Boca und wie hieß die? Lisa? Gina Lisa. Gina Lisa, oh, danke schön. Stark, ja. Das war das letzte Mal, dass ich solche Zahlen, wir haben ja, ihr müsst euch
das ist ja vorstellen, wir haben natürlich unsere Zeiten werden live getrackt. Das heißt, du hast die Bewegungen von euch, die ihr uns besucht, unsere Inhalte konsumiert, die sehen wir live. Ja. Und dann siehst du natürlich, wenn diese Kurve plötzlich so macht, dann gucke ich drauf, welcher Artikel ist denn das? Ah, die Amici-Biga. Ja. Und ich freue mich schon auf nächste Saison, ehrlich gesagt, wenn die wiederkommt, weil das ist was ganz Spezielles. Macht uns natürlich auch Spaß, ist ja logisch, Klar. Wenn wir sowas sehen. Freut uns das, weil es ja auch dann irgendwo ein Stück weit Bestätigung ist für die Arbeit, die wir tun. Da ist Reichweite nun mal eine Währung, die für uns wichtig ist. Das war ein kurzer Exkurs ja. In den Online-Journalismus an der Stelle. Herzliche Grüße. Aber ich glaube, man hat wirklich auch, Felix, du bist auch noch eine Weile im Stadion gewesen, man hat auch den Spielern und allen angemerkt, dass sie das alles vielleicht noch gar nicht so genau greifen können, was da eigentlich passiert ist. Wir werden später noch über die Folgen sprechen, auch Stichwort möglicher Supercup, was noch dazu kommt, eben dadurch, dass du den zweiten Platz geholt hast. Besonders cool fand ich natürlich, das konnte sich wiederum ein Dennis Undaff nicht nehmen lassen, nochmal einen rauszuhauen an alle, die ihn da attackiert haben nach dem Pokalviertelfinale in Leverkusen, als er gesagt hat, ich habe die zwei besten deutschen Mannschaften gegeneinander gespielt und dafür hat er einiges einstecken müssen, hat dann aber den Kollegen ins Mikro diktiert, jetzt könnt ihr euch mal alle schön bei mir entschuldigen. Fand ich ehrlich gesagt auch ganz gut, weil das am Ende in der Tabelle schwarz auf weiß zeigt, das war so. Gab ja diesen einen Tweet eines Kollegen der Bild-Zeitung, der da groß drauf abhob, der viral ging. Ja, der wurde natürlich auch zigfach rausgeholt an diesem Wochenende. Aber muss man auch sagen, jener Kollege, der hat dann eben auch die Traute gehabt, seinen Fehler sozusagen einzugestehen. In seiner Einschätzung hat eben nochmal einen weiteren abgesetzt und gesagt, hör zu, ich lag da falsch, Undaff hatte recht, zieh alle Hüte, die ich habe. Da gehört auch ein bisschen was dazu und das darf man ruhig auch mal erwähnen in dem Kontext. Auch wenn er für die Zeitung mit den vier Buchstaben arbeitet. Kann ich mir auch wieder nicht verkneifen. Wenn die Kamera an ist, ist hier irgendwas komisch. Ich merk's. Ja. Da muss ich dich ein bisschen bremsen. Ja. Ich seh das schon. Felix, was war dein Moment am vergangenen Samstag? Ist es auch alles gewesen oder war das so? Gibt es den einen Moment, wo du gerade vielleicht auch als ein Sebastian Hoeneß nochmal reinbrüllt, wir spielen Champions League, verdammte Scheiße. Ist es das gewesen oder was ist das, was du mitnimmst? Das habe ich gar nicht so richtig gehört. Ich habe gehört, was er zur Champions League gesagt hat. Das verdammte Scheiße ging irgendwie unter. Also ich habe das Gefühl, in der Kurve hast du auch am wenigsten verstanden, was da über die Mikrofone kam, weil ihr habt auch Family gehabt, die saß woanders, da kam das viel klarer durch, auch in Videos und sowas. Ich glaube, ich mache ganz simpel. Der beste Moment war dieser Moment, wo man gebrodelt hat, weil du hast ja da quasi nie Empfang im Stadion. Es war irgendwann klar, okay, es muss das Bayern-Spiel sein, es muss Hoffenheim Bayern-Spiel sein, aber es hat angefangen zu brodeln, so eine ziellose Eskalation oder so ein zielloser Freudentaumel. Ich wusste gar nicht, was passiert hier gerade, weil ich so gefühlt erdbebenartig. Und dann irgendwann fangen sie oben an, das Ding einzuläuten, mit Tor irgendwo gefallen, da bist du so, fuck, die haben hier wirklich das 3-2 gemacht. Und das war der Moment, weil danach, also ich habe vorhin schon angesprochen, was danach abging, was danach an Fangesang abging. Das komplette Stadion, das habe ich noch nie erlebt. Und mal gucken, klar, vielleicht Champions League-Abende, aber das war Top 2, wie gesagt. Schöner Sendungstitel übrigens. Ziellose Eskalation. Ist gekauft. Ja? Aus meiner Sicht. Ich habe mich auch noch, glaube ich, nie so sehr über dieses gefreut, wie am Samstagnachmittag. Das habe ich schon ausgibt, ich ja. gehört, dieses Es war völlig verrückt. Und wie du gesagt hast, Felix, weil es war ja, irgendwie, es hat gebrodelt, alle haben es gewusst. Das war tatsächlich bei diesem letzten Spieltag 2003 ähnlich. Da hat es sogar noch ein bisschen länger gedauert, zwischen dem sich das so ein bisschen rumgesprochen hat und es dann eingeblendet wurde im Stadion. Jetzt am Samstag ging das verhältnismäßig schnell. Aber es sind vielleicht nur wenige Sekunden. Aber diese Sekunden zwischen der Tatsache, dass eigentlich alle wissen, was passiert, und dem Moment, wenn es eingeblendet wird, die sind sensationell. Das hat man auch nur am 34. Spieltag so in der Form. Und deswegen auch an der Stelle nochmal mein Plädoyer, dieses gleichzeitige Samstag 15:30 hat auch noch den einen oder anderen Spieltag hinten raus für mich mehr verdient und nicht nur den 34. Wurden die Tore auf den gegnerischen Plätzen präsentiert von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten? Das kann sein. Ja, es ist ja manchmal so tatsächlich. Ja. Also wir haben ja da irgendwie so eine Art Werbepaket haben wir schon im Stadion. Kriegst du eigentlich Provision heute für die Folge? Oder? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Aber kann schon sein. Nein, aber ich will, dass da mein VfB zukünftig läuft. Also wenn es hier bitte jemand sieht, ja, dann werden diese Tore zukünftig von mein VfB präsentiert im Neckarstadion. Danke. Das Schöne war auch diese Hektik bei allen Leuten. So, ich habe in die Reihen geschaut, vor mir Kicker aufgehabt,
gescrollt, geladen, ist nichts gekommen, also hey, ist doch kein Tor gefallen, ist gar nichts passiert. Und dann läuft es oben ein, wie gesagt, die Parallelen habe ich schon ein paar Mal gehört, aber auch bei Endo war genau das Gleiche. Also du wusstest, es passiert irgendwann. Ich weiß nicht, hatte ich einen neben mir, hatte aus irgendwelchen Gründen den Empfang des Jahrhunderts, hatte jedes Hertha und Dortmund-Tor so dermaßen schnell da. Dann habe irgendwann klar, da fliegt es 1-1 rein, da fliegt es 2-1 rein. Und das war sehr, sehr ähnlich, nur natürlich in ganz andere Richtungen. Eins und einmal war Existenz und einmal war halt nochmal Kirsche auf der Torte. Das sind die heutigen Zeiten. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, im A-Block und im B-Block, da sind Leute mit so kleinen Kofferradios am Ohr dran gestanden, mit der Antenne dran, haben so den letzten Spieltag auf den anderen Plätzen verfolgt. Und heute sehen viele, viele Menschen nur dieses Luft raus Bild auf der Kicker-App, wo sie alle gucken. Naja. Übrigens, am Samstagnachmittag haben die Menschen ihre Apps und Livescore-Geschichten nicht nur bedient, als es dann ungefähr um 17.15 Uhr um die Bundesliga ging. Das haben die Menschen auch so um 15.45 Uhr gemacht, als die Anfangsphase des Bundesligaspiels lief. Da ging es nämlich um die Regionalliga und wie das vonstatten ging, das besprechen wir gleich nach dem Jingle. NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Ja. Das war am Samstag tatsächlich so die Ouvertüre in den ganzen Wahnsinn. Man hatte dann zu Spielbeginn, also des Bundesligaspiels, schon die Tendenz, der VfB führte, die Kickers lagen hinten. Wir beide, Philipp, haben in der vergangenen Woche gesagt, wir glauben, dass die Kickers hochgehen, die werden das beide holen. Am Ende steigen die Kickers auf. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Wie war dein Samstagnachmittag an der Kreuzeiche? Der war von großen Gefühlen geprägt, weil zum einen natürlich hast du schnell die Zwischenstände aus dem Neckarstadion auf dem Smartphone gehabt oder auf dem Bildschirm. Zum anderen natürlich habe ich eine Mannschaft gesehen, die von der ersten Sekunde an in diesem Spiel gegen Hoffenheim keinen Zweifel daran hat aufkommen lassen, wer hier heute die 3 Punkte mitnehmen wird. Und wozu es dann reicht, hat sich halt auch sehr schnell angedeutet, weil jede Minute, die aus Homburg gemeldet wurde mit dem Zwischenstand, hier steht es weiter 0-0, 0-0. Und dann hast du irgendwie gemerkt, wie die unten auf dem Platz, obwohl sie keine Ansage bekommen haben, ich habe das mit dem Trainer nachher extra noch besprochen, Markus Fiedler hat dafür gesorgt, dass bis Mitte, zweite Halbzeit keinerlei Zwischenstände durchgesickert sind an seine Mannschaft. Die haben irgendwie immer weiter aufgedreht, beflügelt durch ein schnelles Tor von Dejan Gallien, dann auch natürlich die Ruhe gehabt. Hoffenheim hatte nicht viel zu melden. Der einzige Makel war, dass die Jungs vom VfB 2 mit nur einem Tor plus in die Pause gegangen sind. 3 oder 4 hätten es sein können anhand der Qualität der Chancen, die sie hatten. Alu dabei gewesen, alles drum und dran. Also da kann ein bisschen mehr rauskommen eigentlich. Und dann in der zweiten Halbzeit, spätestens als das 2-0 fällt, verbunden dann mit den Zwischenständen aus Homburg, da stand es dann auch schon 0-1, 0-2 aus Kickers Sicht, war klar, hier brennt heute nichts mehr an. Ja. Und trotzdem haben die nicht nachgelassen. Ich kann mich an eine Szene erinnern, es gibt, glaube ich, seht ihr, glaube ich, auch in einem Zusammenschnitt vom SWR, der auf YouTube verfügbar ist, wie Babis Drakas, ja, in der 75. noch anläuft wie ein Wilder, ja, einfach wie ein Wilder diesen Ball hetzt, den Gegner unter Druck setzt, einfach nur um zu demonstrieren, Leute, ihr werdet hier heute keinen Stich machen. Und dann so 85. wurde dann der Karton aus den Katakomben geholt mit den Aufstiegst-T-Shirts und so weiter. Und dann war es natürlich hochemotional, vor allem für den Trainer, der den Tränen nahe war, noch als ich mit ihm gesprochen habe, der also wirklich glasige Augen hatte, vor allem, weil er halt mit vielen seiner Jungs da auf dem Platz stand, die hat er halt schon in U13 trainiert. Die sind zusammen diesen Weg gegangen, die waren zwischenzeitlich mal getrennt, ja, aber so Leute wie Samu Benedetto, der verletzt ist, nicht spielen konnte, aber trotzdem dabei war, Laurin Ulrich, der angesprochene Drakas, die kennt der halt schon seit langer, langer Zeit, hat die über all die Jahre begleitet, hat sie aufwachsen sehen, kennt ihre Träume und weiß natürlich auch, was das bedeutet oder bedeuten kann für diese Spieler, jetzt Drittliga-Profis zu sein, dass da jede Menge Emotionen dahinter war. Ja, und das war sehr schön, das mit anzusehen oder miterleben zu dürfen, auch wenn der Rahmen, sagen wir mal, ausbaufähig ist, wie es halt leider so ist, ja, beim VfB 2, da waren 500 Leute an der Kreuzeiche, großteils natürlich Familien und Freunde der Spieler. Da kann eigentlich ein bisschen mehr gehen.
sollte, ja, und wird vielleicht, denn jetzt heißen die Gegner halt nicht mehr Balingen mit und ohne H, sondern sie heißen halt Dynamo Dresden, Arminia Bielefeld, Waldhof Mannheim möglicherweise. Sind sie abgestiegen? Nee, Waldhof Mannheim. Waldhof hat's gepackt. Weiterhin dabei. Aber dann halt, du spielst gegen die gefühlt die halbe DDR-Oberliga von früher, ja, also die ganzen Clubs, die von da kommen, ja, das ist schon eine tolle Aufgabe, die da wartet auf die Jungs und Markus Fiedler natürlich auch. Selbst Hansa Rostock ist dann noch runtergegangen am Sonntagnachmittag, also da wird einiges geboten sein. Der Chronistenpflicht halber, weil wir das noch gar nicht so erwähnt haben, sagen wir es nochmal, der VfB hat da am letzten Spieltag mit 2:0 gegen Hoffenheim 2 gewonnen. Parallel haben die Kickers in Homburg mit 0:3 verloren und das sorgt eben dafür, dass der VfB am letzten Spieltag auf den letzten Drücker noch vorbeigezogen ist an den Kickers. Ich würde sagen, bevor wir noch weiter drüber reden, holen wir uns mal ein paar Emotionen ab, die eingesammelt wurden von Trainer, Spielern und all dem, was sich denn so abgespielt hat. Bühne frei. Ihr hört den Kapitän Dominik Notnagel jetzt. Klar, einerseits natürlich freue ich mich für den Verein. Mir selber persönlich bedeutet das halt unheimlich viel, weil ich das schon mal erlebt habe, ganz früh in meiner Karriere und das damals vielleicht nicht so wahrgenommen habe, wie schwierig das eigentlich ist, wie selten das eigentlich vorkommt, dass man einen Aufstieg realisieren kann. Und das jetzt so nochmal erleben zu dürfen, das macht mich unheimlich stolz, erfüllt mich ja, mit purer Freude. Wir haben jetzt in den 3 Jahren, wo ich hier bin, jedes Jahr viele Ausnahmetalente gehabt. Und dieses Jahr waren wir eine Ausnahmemannschaft. Wir sind extrem oft zurückgekommen von Rückschlägen, Widerstände haben wir überwunden. Und das hat uns auf jeden Fall ausgezeichnet. Uns zusammen mit dem Trainerteam waren wir extrem oft extrem mutig. Und da muss man, glaube ich, der ganzen Mannschaft extrem viel Respekt zollen, weil mit dem Altersdurchschnitt, mit der, ich sag mal, fehlenden Reife in Anführungsstrichen, das so durchzuziehen, ist natürlich Wahnsinn und kommt ganz, ganz selten vor. Philipp. Jetzt kannst du ehrlich sein, gerne. Weil du ja immer einer von den Kollegen gewesen bist, ich würde sagen einer von denen, du bist derjenige gewesen, der wochenlang behauptet hat, die spielen schon gut, das passt, aber aufsteigen werden sie nicht. Wann war der Moment am Samstagnachmittag, als du gemerkt hast, ich hatte Unrecht, das geht doch nach oben? War am Laufen, ehrlich gesagt. Das war am Laufen der Mannschaften vor Anpfiff. Hast du gesehen, welche Truppe hier heute Sommerpausenfußball anbieten wird und welche Truppe es wirklich ernst meint. Das war wirklich beim Aufwärmen zu sehen. Ich traue mir das tatsächlich zu, auch wenn du mir jetzt diese Fehleinschätzung genüsslich unter die Nase gerieben hast, gerade Christian. Ja, ich traue mir zu, anhand dem Verhalten von Mannschaften vor einem Spiel ablesen zu können, wer hier heute Bock hat und wer nicht. Ja? Aber das eine ist der VfB. Also das, ich glaube, da waren wir uns auch einig, dass die das Spiel gewinnen würden gegen die Hoffenheimer, die vielleicht, gut, jetzt warst du natürlich nicht in Homburg, aber die Art und Weise, wie die Kickers dann am Ende, das muss man halt an der Stelle, das gehört auch zur Wahrheit dazu, wie die eingebrochen sind und ich glaube 10 Punkte Vorsprung hatten sie mal weggegeben haben, ist schon auch beängstigend. Das ist beängstigend und das, ich meine, die Kickers haben diesen Aufstieg nicht an diesem letzten Spieltag verloren. Verkackt haben sie das schon viel, viel früher. Schaut euch gerne beim Portal eurer Wahl deren Saisonverlauf an, die letzten 6, 7 Spiele, die Ergebnisse. Da ist dann das 2-2 im Stadtderby schon positiver Ausreißer nach oben gewesen. Ja, und ich weiß nicht, was passiert ist. Dazu bin ich nicht nah genug dran. Ich weiß nur, dass Freunde von mir, die alle in Homburg waren, also ich habe die ersten WhatsApp, die ersten SMS bekommen, schon in der 65. Das war Grabesstimmung, mausetot. Da waren von 4.200 Zuschauern, war 3.000 aus Stuttgart, hat keiner mehr an Pieps gesagt. Ich glaube, mit 8 Bussen hochgefahren. Ja, da war einfach kein Glaube mehr da und wie soll sich das auf die Mannschaft übertragen? Ja, es gibt Stimmen, die sagen, man hätte früher diesen Trend erkennen müssen, dann auch reagieren. Ja, aber schmeiß mal deinen Trainer raus, wenn du auf 1 stehst und 10 Punkte Vorsprung hast auf deine Kontrahenten. Also das macht ja auch keiner. Ne? Egal, wir sollen nicht über die Kickers hier sprechen, sondern diese Leistung vom VfB 2 würdigen. Ja, finde dazu 90+3 Video bei uns auf YouTube, das habe ich noch am Samstagabend aufgenommen. Also einfach hier ein bisschen, wo ihr jetzt gerade uns zuschaut, ein bisschen scrollen. Den Kapitän habt ihr auch schon gehört, tolle Aussage, die auch den Kern der ganzen Saison sehr gut trifft. Es waren oft VfB 2 Mannschaften, wo jede Menge Ausnahmekönner vereinigt waren, aber dieses Jahr war es eben eine Ausnahmemannschaft. Dieses Kollektiv hat
da wirklich, wirklich funktioniert. Auch Jungs dabei, die nicht nur diesem sagenumwobenen 2005er-Jahrgang angehören, sondern zweier dabei. Ein Jordan Meyer, der hinten raus nach zig Verletzungen plötzlich wieder ultra wichtig war für die Mannschaft. Ein Mathis Hoppe und. Man kann da also wirklich eine lange, lange Liste ziehen an Spielern, die es gemeinsam gepackt haben, ein Kollektiv hinzustellen, das einfach hinten raus gar nichts mehr hat liegen lassen, keine Fehler mehr gemacht hat. Alle Gelegenheiten, die sich boten, wurden angenommen und vielleicht wäre es gar nicht so dramatisch am letzten Spieltag erst passiert mit der Übernahme der Tabellenspitze, hätte nicht der arme Moussa Cissé, in diesem Stadtderby diesen Fehler gemacht, zu früh auf dem Platz, bei Einwechslung gelbe Karte, erste Aktion, Zweikampf, Außenlinie oder 16er Kante, nächste gelbe Karte, gelb-rot innerhalb kürzester Zeit. Durch diese Unterzahl hat der VfB 2 das Stadtderby verloren. Da sind sich alle einig in der Nachbetrachtung, oder nicht verloren, aber den Punkt hergegeben beim 2-2. Und vielleicht wäre das schon vorher was in die Richtung gegangen, wie es jetzt sich dann am letzten Spieltag dargestellt hat. Felix, wie sind deine Erfahrungen generell mit dem VfB 2? Wie ist das eigentlich? Ich finde es tatsächlich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen schwierig. Gerade zum Beispiel Derby gegen die Kickers war an dem Tag, als die Profis in Leverkusen gespielt haben. Jetzt der letzte Spieltag, der sich so überlappt, was natürlich immer so ist. Wobei ich glaube, in den vergangenen Jahren war es immer so, dass die Regionalliga noch einen Tick länger gespielt hat als die Profis. Wie oft hast du es dieses Jahr zum VfB 2 geschafft? Hand aufs Herz? Ich in einem Pflichtspiel war ich nicht dabei. Das Witzige war, da habe ich glaube Oskar zwei, drei Sätze drüber schreiben dürfen. Ich war bei dem einen Testspiel beim 0-0 in Ansbach. Stimmt. Das war der erste wichtige Schritt. Da war ich vor Ort mit, keine Ahnung, 100, 200 Zuschauern. Ich glaube, die haben auch sogar für das Testspiel irgendwie 2 Euro Eintritt verlangt. Das war das Einzige, wo ich vor Ort war. Hätten die es, du hast es angesprochen, wäre das VfB-Spiel nicht 15:30 angepfiffen. Ja. Die hätten es auf Sonntag gelegt, wäre aber vielleicht echt sogar hin zu irgendeinem Heimspiel mal ein paar Mal öfter. Aber diese Parallelität vor allem, das klappt halt nicht so wirklich. Und da hoffe ich halt, Philipp, ich weiß nicht, ob es da schon wahrscheinlich noch nicht wirklich Infos darüber gibt, wie das natürlich mit den Terminierungen nächstes Jahr aussieht. Ja. Fakt ist, die dritte Liga ist spätestens seit dieser Saison auch schon ordentlich zerstückelt. Also da ist Samstag 14 Uhr normalerweise der Kernspieltag, die Uhrzeit, aber da gibt es auch Freitagsspiele. Es gibt Spiele sonntags irgendwie verteilt, scheibchenweise 16:30, 19:30, sowas. Ja. Die Spielplanmacher hätten die Gelegenheit, das so zu splitten, dass man sich ein paar Spiele mehr anschauen kann. Aber ob es passiert, da melde ich mal leichte Bedenken an. Ich weiß nicht, wie du siehst. Das sehe ich genauso. Da muss man sich keine großen Hoffnungen machen. Das wird nicht passieren. Was passieren wird, ist ein neuer Hauptspielplatz. Ja, das war in dieser Saison ja das Robert-Schlien-Stadion als Spielstätte Nummer 1 gemeldet beim Verband. Man muss da mehrere Spielstätten angeben, also ein Hauptplatz, Ausweichplatz und so weiter. Ausweichplatz war Gazi-Stadion. Das wird nächste Saison anders sein. Ja, das Schlien-Stadion hat natürlich überhaupt keine Möglichkeit, ein Drittligaspiel aufzunehmen. Dazu ist es nicht gemacht. Gazi-Stadion scheint es so zu sein, nach allem, was wir wissen, dass die Stadt Stuttgart dort eine Überbelegung versucht zu vermeiden. Wir haben die Kickers, wir haben die Stuttgart Search, die Footballer. Irgendwann haben wir die Youth League. Es sieht aktuell so aus, dass beide Mannschaften, sowohl die U19 in der Youth League als auch die Jungs vom VfB 2 in der dritten Liga, im Fautenhaus spielen werden, das heißt in Groß-Asbach. Das ist zumindest das, was der aktuelle Stand der Verhandlungen von Club und Verband ist. Da muss man natürlich auch Gespräche führen. Aber es könnte so kommen, dass diese Spiele dahin ausgelagert werden. Und wer weiß, wie sie dann terminiert sind. Möglicherweise Möglicherweise ist aber selbst der Doppler an einem Champions-League-Tag schwierig, weil wenn die da um 16 Uhr in Groß-Asbach kicken und dann um 18 Uhr als Fan ins Auto zu steigen, im Fautenhau die B14 reinzuemmeln, bis du dann am Stadion bist, um dann 20:45 anpfiff, oder 21 Uhr anpfiff, also nicht so einfach, aber wir werden es sehen, noch viel zu viele ungelegte Eier, wir können nicht wirklich drüber sprechen, deswegen heben wir uns das auf für die Folgen, die da noch kommen werden. Es gab mal eine Zeit, das war gerade als der VfB 2 letztmalig in der dritten Liga gespielt hat, da war es dann wirklich so, dass die meisten Spiele samstags 14 Uhr stattgefunden haben.
da hatte ich das Glück, dass ich damals bei einem anderen Arbeitgeber viele dieser Drittligaspiele zu Hause, vor allem damals in Groß-Asbach, begleiten durfte. Und es war oft so, dass ich dann echt genau das versucht habe, nämlich das habe ich geschafft. Das habe ich geschafft. Das sieht man auch. Die Maultaschen in Groß-Asbach, die sind wirklich gut, ja, muss man einfach mal die sind, dazu sagen. Die sind absolut, die sind Champions League, ja, schon seit 10 Jahren. Ja. Aber was dann eben immer die Herausforderung war, ist, wenn du tatsächlich versucht hast, beides mitzunehmen, also wenn du nicht direkt sozusagen in den Sender fahren musstest und du willst nach Abpfiff dritte Liga von Groß-Asbach es irgendwie in die große Arena schaffen, der Weg an sich ist nicht weit. Du hast gerade gesagt, du fährst die B14 runter und bist eigentlich da, aber es war eigentlich unmöglich, irgendwas von der ersten Halbzeit zu sehen. Also du bist dann spätestens zur zweiten Hälfte irgendwie da gewesen. Ich bin echt gespannt, wie sich das darstellt. Ich befürchte ehrlich gesagt auch, ob der Gegner... Also wir haben das auch angesprochen, da sind auch einige dabei, die dann mit mehreren tausend Fans regelmäßig anreisen. Das, wie das gehandelt wird, eigentlich müsstest du ja wiederum sagen, du setzt es einen anderen Spieltag an, ja, oder du lässt den VfB 2 zu Hause spielen, wenn die Profis auswärts spielen. Dann hast du aber wiederum die Kickers, mit denen musst du dich auch wieder abstimmen. Also Spielplaner möchte ich ehrlich gesagt nicht sein im nächsten Jahr, wenn es um das Waldorfstadion oder generell Asbach Stuttgart geht. Ja, nicht nur Spielplaner, auch beim VfB muss natürlich jetzt jede Menge noch justiert werden. Angefangen von Kaderplanung beim VfB 2, die du jetzt halt nachjustieren musst, weil du wirst zwei, drei Erwachsene brauchen, die in dieser Mannschaft da vorangehen werden. Ja, du kannst dritte Liga nicht nur mit 19-Jährigen spielen, das ist nicht möglich. Ja. Dominik Notnagel, den wir schon gehört haben, geht vielleicht vom Bord, der Kapitän, der hat am Wochenende schon so auch das ein oder andere Tränchen im Auge gehabt. Kann sein, dass er... Für ihn hat sich ein Kreis geschlossen. Er war damals einer der Spieler, die den Aufstieg gepackt haben für den VfB 2 in die dritte Liga, als dann woanders hingewechselt war bei Dortmund und in anderen Clubs. Und jetzt hat er es wieder geschafft. Möglicherweise, Papa, zwei Kinder, sagte er sich auch, weißt du was, noch einmal da die Knochen hinhalten in dieser Mühle dritte Liga, die ist wirklich hart. Ja. Ob ich das noch haben muss, weiß ich nicht. Wird sich zeigen, aber auch da wird viel passieren. Dieses ganze Projekt Dritte Liga wird jetzt nochmal richtig angegangen, konkret geplant. Spielort, Kader, Youth League genauso. Ich habe mit Stefan Hildebrand gesprochen, dem NLZ-Chef. Ich habe mit Daniel Teufel gesprochen, dem sportlichen Leiter der Lizenz oder der Top-Mannschaften im Jugendbereich, also U21 bis U16. Ihr lest das alles. Wir packen es euch in die Shownotes, wenn die Artikel schon draußen sind. Ansonsten lest das in den nächsten Tagen, was und wie der VfB da plant. Da gibt es schon jede Menge Konkretes, das hier gar nicht reinpasst, weil sonst ist es einfach zu viel. Vielleicht noch die eine wichtige Nachricht, erfreulich, konnten wir schon exklusiv vermelden. Der die Truppe dann trainiert in der Youth League, bleibt der gleiche. Nämlich Nico Willig hat verlängert, hat sich mit dem Club mündlich auf einen Vertrag bis 26 geeinigt, wird den unterschreiben, sobald er aus dem Urlaub zurück ist. Wo er ist, verrate ich euch nicht, aber er wird definitiv auch in Zukunft an der Linie stehen beim VfB und mit diesen A-Junioren diesen Weg gehen, nämlich zumindest die ersten 6 Spiele, ja, von 8, die der VfB hat in der Champions League oder haben wird. Die ersten 6 Gegner sind 1:1 dann auch die Gegner, die die U19 spielen wird. Ja, auswärts und zu Hause. Es ist sogar möglich, hat Stefan Hildebrand gesagt, dass die einen großen Reisetross bilden werden, dass also die Profis und die A-Junioren zusammenreisen an die jeweiligen Spielorte, denn das ist vorgegeben. Die Spiele sind immer am selben Tag im Vorfeld, meistens so gegen 15, 16 Uhr angesetzt, werden dann am Abend die Profis gegeneinander spielen. Das ist sogar gang und gäbe, also kann ich sogar als alter Youth-League-Konnoisseur bestätigen. Ja. Das ist wirklich so. Einzige Grund, warum Christian ein Zone-Abo hat, ist tatsächlich Youth-League-Spiele gucken. Ja. Und soll es da wirklich ganz weit gehen, sind sie dann, also das Final Four der Youth League findet übrigens immer in Nyon statt, beim Sitz der UEFA. Ja. Einzige Ausnahme war bisher, als das Hajduk Split mal dahin geschafft hat, dann sind sie ins Stade de Genève ausgewichen, weil 15.000 Leute gemeint haben. Sicherheitsbestimmung, ja. Also, komisch, woher das sollte der kommt. VfB tatsächlich es ganz, ganz, ganz weit schaffen in dem Wettbewerb, dann hast du es irgendwann, hast eine schöne Reise nach Genf. Aber nein,
zurück zur Realität, soweit sind wir noch lange nicht, aber das ist genau das, was ja dieses Happening ausmacht, dass dieser Tross gemeinsam reist, dass die Nachwuchsspieler mit den Profis das Ganze mitnehmen. Ja. Wir haben es ja in der vergangenen Woche besprochen, nicht so dieses Defilieren, sondern Youth League ist eher Trainingsanzug, aber einfach dieses Gefühl dabei zu sein, mitzufliegen nach Madrid, nach Glasgow, nach wo auch immer, das ist was du halt auch als Nachwuchsspieler für immer mitnimmst. Definitiv, und ich meine, also von der sportlichen Situation brauchen wir gar nicht erst anfangen. Es ist natürlich ideal für einen 18-Jährigen, gegen solche Gegner zu spielen. Ja, das ist der internationale Quervergleich mit Top-Mannschaften, bringt dir in deiner Entwicklung so viel oder kann dir bringen, dass das natürlich etwas ist, was du unbedingt spielen willst. Sogar ein, zwei, drei Spieler, die eigentlich gar nicht mehr U19 spielen dürfen, werden damit machen, denn die Youth League-Regeln lassen es zu, dass in jedem Kader, der gemeldet ist, 5 Spieler drin sein dürfen, die eigentlich der U19 schon entwachsen sind vom Alter, aber wie gesagt noch teilnehmen dürfen, vielleicht auch in der Qualifikationssaison ein, zwei Spiele noch für die U19 gemacht haben. Leute wie der angesprochene Laurin Ulrich beispielsweise ist da ein Kandidat, der da spielen darf. 3 davon dürfen dann auch im Spieltagskader tatsächlich gemeldet sein auf dem Spielberichtsbogen und eingesetzt werden. Bin gespannt, für wen man sich da entscheidet. Wird sich alles in den kommenden Wochen weisen und wir werden natürlich drüber sprechen hier an dieser Stelle. Und ich habe eine Aufgabe für euch beide, weil wir werden das später noch ein bisschen ausführlicher oder sag ich mal hochoffiziell erwähnen. Ich bin eine Weile dann raus in diesem Sommer und Felix, deswegen sitzt er auch heute hier bei uns, wird dann so ein bisschen den Publish machen und das mit Sicherheit mindestens genauso gut, aber ich sage sogar noch besser. Für euch beide habe ich da eine Aufgabe im Sommer. Okay. Wir hatten nämlich sowohl Nico Willig als auch Markus Fiedler schon bei uns zu Gast im Podcast. Deswegen trage ich euch beiden mal die Aufgabe zu, versucht doch die beiden nochmal, wenn es irgend geht, im Saisonvorlauf zu kriegen. Und hier da draußen, ich weiß ja, wir haben Treuhörer, ja. Herr Willig und Herr Fiedler. Die Einladung steht. Hiermit ausgesprochen. Das waren tatsächlich sehr, sehr coole Gespräche. Ich erinnere mich gerade daran mit Markus Fiedler, wie wir vor dem Restrundenstart gesprochen haben. Und dass das so endet, ist natürlich eine ganz, ganz große Nummer. Ja, die haben also echt, die konnten sie ja selbst ein Stück weit nicht wirklich greifen. Noch vor Spielbeginn war da das ist eigentlich klar, du erfüllst deinen Teil, aber das können sich die Blauen nicht nehmen lassen. Es ist doch so gekommen, umso schöner, dass man nicht sich diese Chance hat entgehen lassen, sondern sie einfach beim Schopf ergriffen hat. Es ist ein Meilenstein für das ganze NLZ, ja, die ganze Arbeit dieser. Es sind ja Dutzende von Menschen, die da mittlerweile arbeiten. Jede Leistungsmannschaft hat einen Staff von 15, 20 Leuten. Das sind so viele Menschen und diese Arbeit all dieser Menschen kumuliert in diesem Erfolg und das ist für den Ausbildungsstandort Stuttgart einfach wichtig, diese Drittliga jetzt wieder spielen zu dürfen und die Qualifikation dafür erreicht zu haben. Dem ist nichts hinzuzufügen. Da würde ich sagen, Felix, Philipp, let's go. Der große Saisonrückblick. Ja. Bundesliga 23, 24. Was zur Hölle war das, Felix? Das war ein wilder Ritt. Ein paar Mal gelesen, man wollte eine ruhige Saison, ist ein bisschen eskaliert. Aber diesmal nach oben statt nach unten. Nein. Ziellose Eskalation haben wir das genannt. Das bleibt dabei. Das passt so ziemlich. Ja. Auch sportlich irgendwie so ein bisschen ziellos, weil wollte natürlich keiner irgendwie in Spieltag 12 schon sagen, ja, du, Europa wäre schon schön, haben sie hier lange mit zurückgehalten. Auch richtigerweise, finde ich. Und ja, am Anfang, wir haben es angesprochen, guter Saisonstart, der September war bockstark, alle Spiele gewonnen, da war klar, ey cool, die starten gut rein, die holen schon mal Punkte, damit sie halt früher nichts mit Abstiegskampf zu tun haben. Und dann mittlerweile, ja, irgendwann wurde klar, ey, vielleicht Europa League, vielleicht Champions League, da haben sie es sicher gehabt. Diese Festtag gegen Bayern, Festtag gegen Gladbach, Auswärtsspiele, ne, bester Auswärtsfahrerschnitt, da hat sich was entwickelt durch die Saison, eine Euphorie entfacht, das war unglaublich und ich hoffe, ich glaube für den Fans und so sowieso, aber natürlich auch, was das Spielmaterial angeht, dass sich das über den Sommer hinaus noch weiter tragen lässt. Wir haben das jetzt mal so geplant, dass wir versuchen, ein bisschen wie früher in Deutsch Erörterungen erstmal so ein bisschen die semi-guten Argumente zu bringen oder vielleicht das mal zu sagen, was nicht ganz so gut gelaufen ist, wobei das aus sportlicher Sicht eigentlich nahezu nichts gab, sondern wahrscheinlich eher abseits des Platzes. Dann blickt man natürlich auf die ganz, ganz großen Höhepunkte, aber bevor wir das machen, würde ich tatsächlich sagen, das hat Felix gerade schon angerissen, dieser Saisonverlauf, den vielleicht einfach nochmal kurz nachzuziehen, weil
so wie das sich alles entwickelt hat, so entwickelten sich dann auch die Saisonziele, so entwickelten sich auch vielleicht die Erwartungen oder auch die Euphorie rund um diesen Verein. Wir kamen, das darf man nie vergessen, und ich glaube, ich habe es 15 Mal gesagt in dieser Saison, jetzt sage ich es ein letztes Mal, wir kamen aus einer Saison des VfB Stuttgart, in der er sich in der Relegation gerade so gerettet hat. Vor einem Jahr der 34. Spieltag 1-1 gegen Hoffenheim, bist du in die Relegation noch abgerutscht, hast die dann gegen den HSV sehr, sehr souverän gelöst. Dann Vorbereitung, das Saisonziel, wir wollen einfach eine entspannte Saison spielen, das ist das, was ausgegeben wurde, Felix. Und dann ging es los mit einem sauberen 5-0 gegen den VfL Bochum am ersten Spieltag. Ja. Also wir wollen jetzt nicht alle Spieltage durchgehen, dann nicht, dass jetzt, aber das war trotzdem so der erste Meilenstein in diesem Jahr. Es hat sich ja schon am Anfang schon ziemlich viel abgezeichnet, was vielleicht gehen könnte, weil das Saisonstart war ja gleich, wie er schon mal war, so ein bisschen, gegen Mitabstiegskandidaten oder Abstiegskampfkandidaten, damals war es Fürth, diesmal war es Bochum, danach ja eine Reise bekommen in Leipzig, fairerweise diesmal mit einer deutlich besseren ersten Halbzeit, die war ja schon sehr, sehr gut. Und das erste Statement, Ausrufezeichen, war direkt schon das 5-0 gegen Freiburg dann. Ja. Dann darauf so zu reagieren. Freiburg generell ist gefühlt, ja, ich sag mal, Angstgegner oder mindestens mal ein ekliger Gegner geworden. Ständig ein 1-2, ein 2-3 hier, gegen die hast du lange nicht mehr gewonnen. Jetzt hast du beide Male in der Saison gegen Freiburg gewonnen. Das sind auch so kleine Etappensiege. Ich habe vorhin im Vorgespräch gesagt, dass dieser 3-0-Sieg bei Union war das erste Mal, wo es richtig groß war. Ich glaube, das erste Mal, wo auch die Fans in Richtung Europapokal dann angefangen haben. Und ja, es gab halt nie diese wirkliche Tiefphase. Viele wollten es einem reinreden. Oh, Rückrundenstart, Bochum, Gladbach, oh Hilfe, oh Hoffenheim und Heidenheim, was es da war. Reaktionen waren 5-1 Kantersieg gegen Leipzig oder 5-2 war es, glaube ich. 2-1 gegen Dortmund, das dominanter war, als das Ergebnis am Ende dann dargestellt hat. Das war also die Reaktion darauf, wie die Saison durchgelaufen ist. Das war halt perfekt und von Beginn an eine Euphoriewelle durchgeritten, die nie unterbrochen wurde. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass diese Niederlagen immer zum richtigen Zeitpunkt kamen. Mhm. Ja, sowohl diese 2-3 Hoffenheim-Niederlage da in der Vorrunde, dass die Niederlage in Leipzig gleich Anfang, aber auch die beiden zum Jahresbeginn, ja, beispielsweise, also Felix hat es gerade gut gesagt, immer danach kam eine Reaktion. Also man hatte fast das Gefühl, die brauchen das ein Stück weit, um einfach nochmal Fokusschärfung. Ja, jetzt wieder, okay, gut, wir hatten jetzt ein paar gute Wochen, es lief einfach wie geschnitten Brot. Im Endeffekt, also wir saßen ja manchmal ungläubig auf der Tribüne und haben gesagt, also die Art und Weise, wie die das machen, war so beängstigend spektakulär, dass irgendwann haben sich so viele Höhepunkte aneinandergereiht, dass du gar nicht mehr die einzelnen Höhepunkte so als Höhepunkt wahrgenommen hast, weil es normal wurde. Ja, und deswegen, wie gesagt, ich gehe so weit zu sagen, diese Niederlagen waren wichtig, weil sie immer wieder so ein Stück weit auf den Boden zurückgeholt haben. Ja, weil du danach gesehen hast, okay, jedes Mal kamen Reaktionen. Jedes Mal wurden die richtigen Mittel, Worte, was auch immer gefunden in den Tagen danach, um dann wieder hochzufahren, um wieder die Leistung auf einem Level anzubieten, nahe am oder vielleicht sogar ein Stück weit über am Limit. Ja, und das hat schlussendlich in Summe dann zu dieser Saison geführt. Für mich der erste Part der Saison, in dem ich gemerkt habe, hier läuft einiges anders als in all den Jahren, in denen es vielleicht auch diesen Podcast gibt oder in denen ich den VfB begleite, war dieser Dreierpack in der Hinrunde, als du gegen die Mannschaften gespielt hast, die dann am Ende dann auch hinten gelandet sind. Also Mainz, Darmstadt, Köln. So. Ja. Als du es geschafft hast, die drei alle zu besiegen, verhältnismäßig souverän und eben nicht den klassischen Aufbaugegner machst und dich dadurch gar nicht erst in diesen Strudel reinkommen lässt, sondern eben genau dir dieses Polster arbeitest, dass dir diese Entspanntheit, die immer so das Saisonziel war, gegeben hat. Das ist das eine gewesen und dann halt vor allem die Art und Weise. Ich glaube, in Mainz war der erste Moment, als wir spätestens gemerkt haben, was Serou Guirassy eigentlich bringt. Ein Tor mit links, ein Tor mit rechts, ein Tor mit dem Kopf. Da wie so ein Cheatcode. Das dritte war ja absurd. Absurd. Ja. Das dritte Tor in Mainz war absurd. Ich habe ein paar Zusammenfassungen gesehen, ein paar Torzusammenschnitte gesehen, die besten Tore der Saison. Da war das drin, das dritte von Guirassy und eben auch ganz frisch das von Silas jetzt gegen Gladbach. Ja. Ja. Und dann eben zu Hause Freitagabend gegen Darmstadt nach 0-1 Rückstand. Am Ende souverän gewonnen. Und in Köln, das ist vielleicht so im Nachhinein so ein kleiner Knackpunkt auch für mich gewesen, bin vor Ort gewesen in Köln. Und das Ding kann auch gut und gerne 0-0 ausgehen. Das war jetzt kein so geiles Spiel. Am Ende haben aber hier dann
das hat sich dann zu dem Zeitpunkt, hat es keiner gewusst, aber hinten raus hat sich's rausgestellt. Die haben der 17. und der 2. gegeneinander gespielt und der VfB hat dieses Spiel dann am Ende durch zwei UNDAF-Tore, die ersten UNDAF-Tore der Saison mit 2-0 gewonnen. So. Und in dieser Phase hast du genau dafür gesorgt, dass du nämlich entspannt weiterspielen kannst, dass du eine Dominanz aufbauen kannst, dass die Mannschaft ein Selbstverständnis sich erarbeitet und dann trotzdem, genau wie Philipp gesagt hat, immer mal wieder, also immer wenn irgendwie die Gefahr bestand, auch wenn ich sie nie gesehen habe, aber wenn theoretisch die Gefahr bestand, abheben zu können, kam irgend so ein Heidenheim, kam irgend so ein Hoffenheim, kam irgend so ein Gladbach und dementsprechend war eigentlich der Verlauf ideal. Bevor wir weiter abheben, müssen wir uns natürlich auch den ein, zwei Lowlights irgendwie so mal kurz widmen, die es natürlich gab. VfB wäre nicht der VfB, wenn es sie nicht geben würde. Wo, wie kreisen wir die ein, Christian? Ja, die Frage ist wirklich, gibt es was du auf dem Platz findest, wo du sagst, es gibt vielleicht den einen oder jeden Spieler, der, wie sagt man so schön neudeutsch, underperformed hat? Das andere ist, und ich glaube, das ist das, wo man sich eher drauf stürzen kann, das, was abseits des Platzes passiert ist, oder wie du hier schön auf unserem Blatt Papier geschrieben hast, VfB macht VfB-Sachen. Ich weiß nicht, ob das sich darauf bezieht. Ja, natürlich. Also man muss diese, sag ich mal, Querelen auf oder in diversen Führungsebenen, die muss man natürlich irgendwie thematisieren. Wir werden das nicht ausführlich tun, weil das würde der Sache nicht gerecht. Dafür ist es viel zu diffizil und facettenreich, was da läuft, immer noch läuft und nicht beendet sein wird. Da gibt es spätestens mit der Mitgliederversammlung Ende Juli ein wird das wieder sehr, sehr intensiv, ja, auf einen gewissen Peak zulaufen, die ganze Thematik. Interessant in dem Kontext ist, finde ich, sind zwei Dinge. Zum einen, dass es überhaupt nicht, zumindest nicht wahrnehmbar, den Sport, die Leistung am Wochenende in irgendeiner Form beeinflusst hat. Ja, da geht ja, glaube ich, beide damit d'accord. Und dann finde ich noch beeindruckend, dass sich vieles, was jetzt an Unmut von Fans beispielsweise kommt, gegenüber dieser Thematik, ja, Vogt nicht mehr Aufsichtsratsvorsitzender, Versprechen gebrochen, der Ausgliederung, Personalunion, Präsident, Aufsichtsratsvorsitz, und Investoreneinstieg, Weltmarkenbündnis, dies, das, Ananas, was ich da wirklich bemerkenswert finde und mir noch irgendwie keinen Reim drauf machen kann. Derjenige, der bei dieser DFL-Investoren-Thematik, die es ja auch gab, Tennisbälle, Spielunterbrechungen. Ah, stimmt, da war was. Ja? Ich fast vergessen. Derjenige, der unter den deutschen Spitzenfunktionären einer der Wortführer war, die schlussendlich dazu geführt haben, dass dieser Investoreneinstieg nicht kam, weil diese Gruppe sich zurückgezogen hat, war Vogt. Jetzt bei dem Porsche-Einstieg beim VfB ist Vogt derjenige, zumindest in meiner Wahrnehmung gewesen, der auch immer versucht hat, mahnend den Finger zu heben, ja, und so, hör mal zu, vielleicht ist das ein oder andere, sollte man vielleicht anders machen oder zumindest nochmal überdenken, bevor wir handeln. Dafür kriegt er einen schwarzen Peter. Ja, bei der nationalen Debatte war er in der Wahrnehmung eigentlich einer der, die sehr positiv gesehen wurden. Und diese Diskrepanz, kann mir immer noch keinen Reim drauf machen, warum das so ist, warum diese Positionierung aller Seiten so festgefahren ist. Bin gespannt, was da noch passiert, denn da wird was passieren. Ja, dieses Thema ist nicht ausgestanden, auch wenn es gerade schön unterm Teppich gehalten wird, was gut ist, damit der sportliche Glanz von keinen kleinen Flecken in irgendeiner Form gestört wird. Das ist richtig so, finde ich. Ja, man wird sich aber der Sache widmen müssen. Ja, weil irgendwann muss es ja ausgestanden werden, in egal welcher Form. Ja, ob das Abwahlen sind, ob das Neubesetzungen sind, ob das was auch immer für Themen sind, die da kommen werden. Sie werden kommen und wir werden dann da sitzen hier und werden drüber sprechen. Wenn ich einen Punkt, du hast vorher gefragt, was ist denn so der negative Punkt, den man auf dem Platz vielleicht finden könnte, oder gibt es einen Spieler und so? Nee, gibt es nicht. Ja, meiner Ansicht nach zumindest nicht. Wenn ich was Negatives finden müsste, dann tatsächlich ist es der Umstand, dass du eine Meistersaison spielst und nicht Meister wirst. So, ja, also das ist einfach What a Fakt. Time to be alive. What a time to be alive. Würde Leverkusen nicht so eine Freak-Saison hinlegen, wärst du einfach deutscher Meister geworden mit dieser Performance, die der ganze Club hingelegt hat. Das ist so ein bisschen schade. Andererseits
wir wollen ja wieder nach oben, den Positiven hier weitermachen. Nenn mir einen deutschen Vizemeister der letzten 50 Jahre, der die Vizemeisterschaft so gefeiert hat, wie der VfB Stuttgart an diesem Wochenende. Ja? Nenn mir einen, bitte. Jetzt da unten Kommentare, ihr wisst, wie es geht. Nennt mir einen, ich kenne keinen. Ja, für mich war es die inoffizielle Meisterschaft, weil Leverkusen war ein Cheatcode. Die rennen mit 90 Punkten durch, die kannst du nicht schlagen. Selbst wenn du so dermaßen nah dran warst wie der VfB, ja, dreimal und vor allem das eine Mal in der Liga mit Entscheidungen, die auch schon besprochen wurden von Schiedsrichterseite, VAR-Seite aus. Da waren wir schon sehr nah dran, aber was die gespielt haben, ist unglaublich. Und so, es war gefühlt nie mehr drin als dieser zweite Platz. Deswegen hat sich es irgendwie auch so ein bisschen angefühlt wie so eine inoffizielle Meisterschaft. Ja. Auch sonst von Sympathiepunkten her. Ich glaube, da sammelt der VfB mehr als Leverkusen, auch rein grundsätzlich schon vom Verein her. Und deswegen, das war ganz, ganz groß. Ich bin ehrlich, ich könnte jetzt mich hinstellen und sagen, ja, alles super. Ich bin aber jetzt so ehrlich und sage an der Stelle, hätten wir diese Folge jetzt vor einem Monat aufgenommen, hätte ich womöglicherweise Silas und Jong aufgelistet hier an der Stelle, wo es also quasi darum geht zu sagen, wer ist vielleicht nicht gerade der Verlierer, aber wer hat nicht so performt, wie er es eigentlich kann. Ja, aber mit vier Toren und zwei Vorlagen in zwei Spielen, so kannst du das nicht mehr machen. Ne? Kann ich nicht und will ich auch gar nicht, sondern ganz im Gegenteil, ich freue mich so sehr, super, ja, dass gerade das Jong, der am ersten Spieltag gegen Bochum, muss er ein Tor schießen. Dann macht er es nicht. Wahrscheinlich, Felix, weiß ich nicht, XG 5,8 oder so in der Szene macht er nicht und geht dann halt torlos durch die Saison. Und dann belohnt er sich doch noch mit dem am Ende entscheidenden 2-1 gegen die Bayern und setzt jetzt am letzten Spieltag auch noch einen drauf. Und bei Silas freut es mich besonders, denn das ist jemand, glaube ich, bei dem immer so, ich weiß nicht, wenn es so ein Grundgrummeln gab, vielleicht noch bei einer Einwechslung zuletzt vor diesen allerletzten Spielen, war es immer so, ach Silas, ob der jetzt, kann der nochmal dem Spiel einen Stempel aufdrücken? Silas hat beim VfB alles mitgemacht. Absolute Höhen, absolute Tiefen, Kreuzbandriss, die Identitätsgeschichte, die auch einige Wochen und Monate hier immer ein Thema war in Stuttgart. Ja. Emotional, körperlich, leistungstechnisch hat Silas die gesamte Bandbreite, die es gibt hier in Bad Cannstatt mitgenommen. Und es freut mich so von Herzen, dass er am Ende... Ja. Also, dass er dann noch diesen Schlusspunkt gesetzt hat mit dem 4-0. Und dieses vierte war auch endlich, das war endlich wieder Silas. Dieses vierte Tor war endlich wieder Silas. Ist auch ein großes Thema unter den Fans natürlich auch. Dieser große Hype von Silas ist halt quasi 3 Jahre her. So diese Verletzung dann, die es beendet hat in München, müsste ziemlich genau 3 Jahre her gewesen sein, zu 21. Und seitdem halt, ne, verletzungsgeprägt. Also ist auch natürlich nicht ihm 100% die Schuld zu unterstellen für irgendwas. Einfach auch viel Pech gehabt. Dann mal hier wieder 8 Einsätze, die nicht so ganz besonders waren, dann wieder raus gewesen. Die Saison viele, auch hat der Club Hoeneß auch ein paar Mal gesagt, nicht so zufrieden mit Einwechslungen gewesen. Dass er gegen München das Ding quasi noch selbst mitentscheidet am Ende mit den Torenvorlage. Wie gesagt, diese vierte Hütte, diese Galligkeit, dieser Wille auf das Tor. Natürlich auch ein bisschen, Glück, auch ein bisschen mit Kopf durch die Wand manchmal und hier eine Pirouette. Aber das war wieder Silas endlich. Deswegen bin ich da durchaus positiv. Vielleicht mal gucken, ob da echt nochmal ein halber Neuanlauf im Sommer vielleicht kommt. Wir werden es erleben. Wir werden dann auch drüber sprechen. Wollen wir mal so zu den Momenten kommen dieser Saison? Wir haben uns selbst vor der Aufnahme die Aufgabe gegeben. Jeder definiert bitte einen so einen Moment. Und dann sprechen wir drüber. Christian, dein Moment der Saison. Was war der? Es gab so viele. Ich glaube, es war generell was für uns alle drei. Wahrscheinlich, wie es für euch da draußen auch so ist, so schwierig, einen rauszupicken aus diesen vielen, vielen Momenten. Es gab so viele spektakuläre Siege, unvergessliche Momente, schöne Tore, geile Erlebnisse mit den Fans. Riesenstimmung. Aber es gibt diesen einen Tag, den ich für mich rausklammern würde. Das habe ich, glaube ich, schon in den letzten Wochen ein paar Mal angedeutet. Das ist dieser Auswärtssieg in Dortmund gewesen, der glaube ich, den Weg in Richtung Königsklasse endgültig geebnet hat. Also wenn es einem auch deutschlandweit noch nicht klar war, in welche Richtung die Reise des VfB in dieser Saison geht, dann war es alle nach diesem Samstagabend-Topspiel im Westfalenstadion vor über 80.000 der Fall, als die Stadionparty dort gecrashed wurde, als man gegen einen Gegner gespielt hat, den man zuvor schon zweimal geschlagen hat, als man gegen einen Gegner gespielt hat, der den VfB nicht unterschätzt, der mit seinen Fans eine Riesenparty feiern will und es zu schaffen, einen, das hat man damals nicht gewusst, wissen wir aber jetzt, Champions League Finalisten in einer Saison dreimal zu schlagen und davon einmal auswärts, das bleibt für mich das Highlight. Einfach ohne Kapitän und mit Angelo Stiller in der Innenverteidigung. Ja. Also darf man auch noch dazu erwähnen. Das kommt nämlich auch noch hinzu. Der Kapitän
hat gelb gesperrt gefehlt und du denkst so, ich fahre da jetzt hin vor die gelbe Wand, wie geht das wohl aus? Und irgendwann, ich weiß nicht, wie es euch ging, vielleicht erinnert ihr euch noch so ein bisschen an dieses Spiel, man ist in dieses Spiel so ein bisschen mit einem leicht mulmigen Gefühl gegangen, weil man so gedacht hat, so, oh, hoffentlich geht das gut. Mhm. Und du warst im Stadion, glaube ich, ja, so, ja, Philipp, klar, so ja. Nach 15, 20, 25 Minuten merkst du, das geht schon in eine ziemlich gute Richtung hier so aus VfB-Sicht. War das Spiel, wo wir mehrere Freunde und Bekannte nachher Screenshots per WhatsApp geschickt haben, weil ich war da mittags noch beim Spiel Wuppertaler SV gegen Rot-Weiß Oberhausen und kam dann aufgrund Verkehrsinfarkt im Ruhrpott mit dem Öffentlichen zu spät. Also ich war quasi erst so, glaube ich, 15:28 saß ich auf meinem Platz. Ja. Gab es nochmal ein Spiel in der Saison, wo das vorkam. Und bin genau in dem Moment vor Wolf Fuß, der das Spiel kommentiert hat, und der war gerade live drauf, Kamera in seinem Gesicht, und ich laufe vor ihm vorbei und musste ich muss ausgesehen haben, ja, von wegen todesgestresst und völlig, ja, und keine Ahnung, man kann das heute ja auch stoppen, zurückspüren, so, auf jeden Fall, ich habe unzählige Screenshots dieser Übertragungsszene zugeschickt bekommen, und danach hast du natürlich einmal diese große Feierei, weil 50 Jahre Westfalenstadion, große Bühne, dies, das. Und nach 10, 15 Minuten waren da einfach diese 72.000 schon quasi stumm. Zum einen, weil der VfB so eine Leistung angeboten hat. Zum anderen, weil diese 8.000 plus X Stuttgart, die da waren, eine Performance abgebrannt haben auf dieser Tribüne. Trotz Spielunterbrechung, schwarzem Rauch, Protestaktion. Die waren einfach irgendwann nicht mehr zu hören, die Dortmunder. Ja, und dieser schöne Tag, der das hätte werden sollen für Schwarz-Gelb, der wurde ihnen mal schön vermiest von Weiß-Rot, und zwar auf eine Art und Weise, die einem wirklich nur noch Respekt abnötigt. Ich habe einfach wie so oft den imaginären Hut ziehen müssen danach, war stark. Vielleicht letzter Aspekt noch zu diesem Sieg in Dortmund, dann seid ihr dran. Was, glaube ich, dem Ganzen auch noch die Krone aufsetzt, zumindest aus meiner persönlichen Sicht, ist die Art und Weise, wie das Tor entstanden ist. Weil das Tor war eine Mannschaftsproduktion 1000. Ja. Mhm. Hinten Ballgewinn, ich glaube, es war sogar Stiller, der den Ball erobert. Und dann geht es ganz schnell, One-Touch vor die gegnerische Hälfte, Leveling legt zurück, Girassi macht das, was er immer schon gemacht hat, nagelt das Ding unter die Latte. Also auch, es war diese Leidensfähigkeit, die der VfB an diesem Abend an den Tag gelegt hat. Stark. Stark, Christian. Kannst du dir T-Shirt drucken lassen? aber in Verbindung eben damit, diesen Nadelstich zu setzen und dieses Tor als ein Gesamtkunstwerk der gesamten Mannschaft, war großartig. Felix. Ich mache weiter mit dem nächsten Fanfest und zum Dortmund-Ding auch noch. Da haben es, glaube ich, die Anbieter, die es damals gemacht haben, sogar offiziell ein Video drauf gemacht, eine Antwort drauf gemacht. Da heißt dann immer, ja, die Richtmikrofone. Ja, ja. Da gab es ein offizielles Antwortvideo von diesen Technikern da quasi, dass sie jeweils eins da stehen haben, Dortmund und Stuttgart, beide gleich gepegelt. Schon war immer nur lauter. Ja. So, daran lag es und an nichts anderem. Das war auch ein ganz schönes Ding und ich bleibe bei Stimmung. Ich habe mir das Hoffenheim-Spiel rausgesucht, das Auswärtsspiel natürlich, das Heimspiel ging leider verloren, weil das war auch vom Gesamtpaket auch vor Ort gewesen. Was waren da? 16.000, 17.000 VfB-Fans. Auch das vorhin schon gesagt, bester Auswärtsschnitt in der ganzen Liga, was die Fans immer mitgebracht haben. Auch in Augsburg waren es, glaube ich, 7.000 vor kurzem. Und das war einfach die Gesamtwucht der Saison von Verein und Fans zusammen in einem Spiel. Hoffenheim komplett eingenommen. Ich meine, das schaffst du auch mit ein paar weniger. Letzten Jahre mit 6.000, 7.000 ist es auch schon gelungen, aber von dieser Menge eine komplette Kurve sich dahingestellt über einen freien Verkauf, bei denen dann eben auch noch die Leistung, Samstagabend 18:30 Topspiel, 0 Sekunden irgendwie Angst gehabt vor irgendwas, 0-3 da locker drüber gefahren, hätten sie noch ein bisschen mehr Angst gemacht, in Halbzeit 2 wäre es sogar noch ein bisschen höher ausgegangen wahrscheinlich. Hoffenheim komplett die Grenzen aufgewiesen, die jetzt ja auch die Bayern-Sause geschlagen haben. Also das war ganz, ganz groß und gerade in so einer Phase, wo so ein, zwei Heimspiele dabei waren, wo vielleicht sogar schon so ein bisschen, wieder aus Fansicht, so ein bisschen diese Euphoriewelle eben schon so hoch war, dass man im 1-1 gegen Köln eben nicht zufrieden ist oder ein langes 1-1, dann am Ende noch 3-1 gegen Mainz, wo die Stimmung nicht so hoch war, da war das teils besser, diese Außerstimmung, als in 2-3 Heimspielen dieser Phase, deswegen war es auch nochmal ein guter Kickstarter, um zu sehen, ey, die Jungs sind trotzdem noch da, auch wenn man mein Spiel ein Spiel wieder 3-0 gewinnt, aber das war wirklich besonders und ich glaube, so eine Auswärtsfahrt und so eine Menge an Auswärtsfans auch, das wird ein bisschen dauern. Da hast du auch eine tolle Symbiose einfach gesehen zwischen Anhängern und Mannschaft, ja, die in dieser Saison in mehreren Momenten sehr wichtig war oder sehr gut zu sehen, zu beobachten, zu greifen war teilweise.
das ist in diesem Spiel so gewesen, das ist aber auch so gewesen, das ist jetzt, also ich habe so ein bisschen zweigeteilt, ich habe mir Leipzig-Rückrunde aufgeschrieben, denn dieses Spiel, wo alle nur vom Downfall geredet haben, alle, also außer den VfB-Fans alle, natürlich, aber alle, die wollten, vom Downfall gesprochen, jetzt fallen sie um, zwei Niederlagen, Mönchengladbach und Bochum, jetzt geht nichts mehr, Luft ist raus, Stecker gezogen, endlich kommt Stuttgart auf den Boden der Tatsachen zurück. Nee. Wir gehen einfach in dieses Spiel rein und zerlegen eine Mannschaft, gegen die wir noch nie gewonnen haben in der Geschichte dieses Sports, auf eine Art und Weise, die, also du hast teilweise ja Spielzüge gesehen oder Tore erzielt, die waren wie mit einem Seziermesser gezogen, als ob du, wenn du ein Fußballtaktikbuch schreiben möchtest und musst gewisse Spielzüge grafisch unterlegen, hättest du genau diese Spielzüge genommen, hättest sie einfach aufgezeichnet und dann einfach in dieses Buch gedruckt. Ja, das ist das Spiel auf, also sportlicher Ebene, das ich mir aufgeschrieben habe, das auf, sag ich mal, nicht eher atmosphärischer Ebene, weil es diese Symbiose Fans, Anhänger so mit Mannschaft zum ersten Mal so wirklich zum Vorschein gebracht hat, war Darmstadt in der Hinrunde. Christian, du hast es vorher angesprochen, es war ein Spiel, Freitagabend, lief nicht gut, Motor stockt so ein bisschen. Und dann gab es aber ein, zwei Szenen auf dem Platz, die die Hütte angezündet haben. Und plötzlich kam diese Wucht von den Rängen, und zwar nicht nur aus der Kurve, sondern sie kam von überall her. Und du hast wirklich gemerkt, wie plötzlich bei allen die Brust aufging. Plötzlich sind die so auf dem Platz gestanden. Ja? Und dann, gut, war natürlich auch nur Darmstadt, muss man einordnen natürlich dazu sagen, aber plötzlich, wie wenn du so eine Zündung irgendwie, einen Zündschlüssel umgedreht hättest, plötzlich ging da was, und zwar richtig. Und dieses Momentum gab es mehrfach in der Saison zu sehen. Manchmal war es die Mannschaft, die die Fans angezündet hat, oder aber es waren die Fans, die einfach aufgrund ihrer Wucht, die sie da mitgebracht haben, die Mannschaft zu, sag ich mal, ja, Leistungen beflügelt hat einfach. Und das war immer wieder schön zu sehen, gab es wirklich sehr viele Momente. Darmstadt war für mich so der erste, wo es wirklich, wirklich krass sichtbar war. Und dieses Leipzig-Spiel, also dieses 5-2 daheim, das du ja rausgesucht hast, das finde ich jetzt auch auf verschiedenen Ebenen auch sinnbildlich. Ging ja los, 1-0 Elfer, dann 2-0 Dennis Undaf, für mich eines der schönsten Undaf-Tore übrigens in dieser Saison, das 2-0. Dann aber die Leipziger, die sich nie haben abschütteln lassen, immer rangekommen sind, immer so einen Anschlusstreffer geschossen haben. Und das ist eigentlich was, wo der VfB der letzten Jahre immer dann gegen Leipzig eingeknickt wäre. Ja. Genau, definitiv. Vor allem vor dem Hintergrund noch nie gegen die gewonnen. Aber dann kam immer noch einer drauf. Und dazu, auch wichtig, deswegen hat dieses Spiel sehr, sehr viel dargelegt, Karasor war gelb gesperrt in diesem Spiel. Das heißt, du hast ohne Karasor dieses Spiel gewonnen, wo wir, glaube ich, seit Jahren, Philipp, immer sagen, no Atta, no Party. Das war an ja, dem, no Atta, no Points. Ja, also das war tatsächlich in der Vorrunde ein, zwei Mal auch der Fall. Ja, aber dann Premierentor Leveling. Ja, der das 3-1 schießt und dann für mich wiederum, auch wenn es eine ganz andere Art von Tor ist, aber dieses fünfte von Undaf, wo er so sein Bolzplatzkind rauslässt. Weißt du, Standardsituation, dann kommt der frei zum Ball, dann einmal mit rechts schießt den Torwart an, mit links geht er rein. Also so richtig, also so habe ich früher auch immer gekickt. Ich will jetzt dieses Ding reinhauen, ob mit links oder mit rechts ist mir eigentlich egal. Pure Wille, ja. Und deswegen hat auch dieses Spiel tatsächlich viel von dem gezeigt und es, wenn man so drüber nachdenkt, ne, wie oft es so diese Premieren gab, also gerade Leveling beispielsweise, dann eben ohne Karasor zu punkten. Das hatte der VfB oft genau in den richtigen Momenten, als es möglicherweise diesen Moment gab, wo vielleicht ganz Fußball-Deutschland drauf gehofft hat, aber was nicht eingetroffen ist, nämlich dieser Einbruch. Wie kriege ich jetzt das Bild aus dem Kopf, wo Christian Pavlitsch seinen Bolzplatz in Ostfildern-Nelling zerbombt? Ja, wie kriege ich das bitte aus dem Kopf? Helft mir. Sehr gut, Christian. Ja. Es gibt Menschen, die sagen, der stand immer nur vorne und hat sie dann reingehauen. Aber, muss auch einer machen. Ja, einer muss das auch machen. Das ist vollkommen okay. Begleiterscheinungen, die, sag ich mal, medial hier und da hochgejatzt wurden, wie man so schön sagt, die gab es natürlich auch. Zum einen, wir haben vorher schon drüber gesprochen, diese Undaf-Geschichte. Ja, hier haben heute die beiden besten deutschen Mannschaften gegeneinander gespielt. Und das, was alles im Nachgang passiert ist, für mich war aber auch noch was ganz nett, dass, glaube ich, die Tage auch auf einer Kachel gelandet ist bei den Kollegen von Wumms, glaube ich, als Uli Hoeneß angesprochen auf die, sag ich mal, unterdurchschnittliche Saison des FC Bayern und diese ganze Tuchel-Thematik, hat er irgendwann mal gesagt, auch mit Blick auf den VfB Stuttgart.
naja, der FC Bayern ist nicht dafür gemacht, Zweiter zu werden. Und sein Neffe hat ihm dann irgendwie einen Tag später oder was per Pressekonferenz geantwortet, als ihm dieses Zitat vorgehalten wurde. Er sagt, dass ihr Zweiter werdet. Ja, am Ende hat auch er recht gehabt und ist dann verdientermaßen mit dieser Champions League Sonnenbrille durchs Neckarstadion gehüpft am vergangenen Samstag. Hat bei mir zumindest für das ein oder andere Schmunzeln gesorgt, diese ganze Geschichte. Ja. Auch für euch sowas auch? Ja, auch die Tuchel-Nummer nach dem 3-1 im Interview. Ja, mehr oder minder, mir war das Spiel mehr oder minder egal. Wir fahren nach Madrid, wir werden schon Vizemeister, macht er da mal keine Gedanken, war, glaube ich, Zitat so in die Richtung. Und auch generell, glaube ich, den positiven Fans, glaube ich, tut es auch gut, mich eingeschlossen. Ich habe immer die Fahne hochgehalten, nie auch nur andersweise von irgendwelchen Downfalls geredet, dass wirklich dann bis zum Ende durchgelaufen ist. Ich sag auch, andere Fans, die irgendwas herbeireden wollten oder rufen wollten, weil sie es auch vielleicht nicht abkonnten, ne? Dortmund-Fans, Bayern-Fans oder so, dass da der VfB auf Platz 2 steht auf einmal. Gab auch viele positive Kommentare. Also ich glaube, der VfB ist auch in Deutschland, glaube ich, in Sympathiepunkten extrem hochgeschossen. Ja. Auch nach dem Heimspiel gegen Gladbach gab es einige Meldungen von Gladbacher Fans, die sagen, wow, was hier passiert ist, war ja unglaublich im Stadion, jetzt mal auf die Stimmung gezogen. Und das tut einfach gut, wenn bestätigt wird darin, einfach nicht irgendwie bei der ersten Niederlage einzuknicken, wobei ich da auch sagen muss, dass es auch da zumindest, für mich zumindest, keine Niederlage gab, wo ich richtig sauer war. Die einzige, die richtig klar war, war in München, war ich auch vor Ort, das war ein bisschen doof auf den Sonntagabend, 19:30, Topspiel, hast ein bisschen was erhofft und warst da quasi chancenlos. Aber die anderen, klar, in Gladbach war ein bisschen verdienter, aber du wurdest jetzt nie irgendwie komplett dominiert, wie in Abstiegssorgensaisons. Und dann kann ich auch mit solchen Niederlagen besser leben, wenn sie halt nie irgendwie so waren, dass ich mir denke, ach du Scheiße, wir wollen jemals wieder ein Spiel gewinnen. Korrekt. Was bei mir noch hängen geblieben ist, ist Ermedin Demirovic vor Weihnachten, der völlig unumwoben in die Kameras gesagt hat, ich weiß nicht, wann ich jemals so hergespielt und dominiert wurde wie heute vom VfB. Und so schlägt sich bei mir nochmal der Bogen zu meinem Moment mit dem Sieg in Dortmund. Gleich dreimal in einer Saison dieses konsternierte, fassungslose, hilflose Gesicht von Edin Terzic. Es tut mir leid, aber das hat mich wahnsinnig gefreut und das No offense in Richtung Dortmund, aber einfach auch dieses Top 2 aufzubrechen, was in dieser Saison nicht nur der VfB, sondern auch Leverkusen geschafft haben. Man immer davon spricht, die Bayern und Dortmund, die dominieren alles in der Liga. Das haben Bayer Leverkusen und der VfB völlig ad absurdum geführt in dieser Saison und so ein bisschen die Selbstverständlichkeit dieser Großen genommen und es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre brauchen. Wahrscheinlich werden Bayern und Dortmund dann auch wieder zurückkommen. Aber das, was immer der Klassiker war, ist in dieser Saison, das muss man so sagen, nicht Bayern gegen Dortmund gewesen, sondern Leverkusen gegen Stuttgart. Auch da 3 Spiele. Ebenso wie gegen Dortmund und gegen Union. Das waren, glaube ich, die 3 Mannschaften, gegen die man 3-mal gespielt hat in dieser Saison. Und jede Menge Highlights. Ich weiß noch, das 1:1 im Hinrundenspiel gegen Leverkusen zu Hause, diese erste Halbzeit. Also man kann sich, glaube ich, das haben auch viele, sag ich mal, neutrale Beobachter gesagt nach dieser Partie, man kann sich in den letzten 10, 15 Jahren mindestens, es gibt einfach kein Spiel, das da rankommt an die Qualität, die da zu sehen war, auf dem Platz in diesen 45 Minuten von allen 22 Akteuren. Leverkusen war genauso gut. Ja, hat dann in der zweiten Halbzeit noch mehr angezogen. Das, was du da gesehen hast, war absolute Spitzenklasse, die man eigentlich so in Deutschland nicht sieht, sondern eher in der Premier League verorten muss in den letzten Jahren. So, und jetzt fahren wir einen Jingle ab und hören uns live an, was Felix über diese Saison zu berichten hat. Genau. Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel. So, Felix, live bei uns im Studio, kriegt jetzt aber seinen Jingle. Was wir uns vorher auch nochmal angeschaut haben, weil wir es kaum glauben konnten, ist der Saisonverlauf des VfB Stuttgart, was die Tabellenplatzierungen angeht. Wenn wir uns überlegen, wann war denn der VfB zuletzt Zweiter, war er überhaupt Zweiter? Ja, war er, ne? Aber das ist nicht lang gewesen. Ja, wir hatten es einmal und jetzt eben die ganzen dritten Plätze am Stück. Ich glaube, einmal waren es ein bisschen niedriger nach diesem 5-1 am zweiten Spieltag, sonst waren es wirklich immer auf Champions-League-Kurs gewesen. Und wie Phil schon gesagt hat, ich habe das Internet ausgedruckt. Ich habe es vor mir, ich habe 3 Stück vor mir, was ich sonst in durchaus, also das hat alles nichts mit One-Taker zu tun, was ihr da hört im Podcast. Deswegen mal gucken, wie das jetzt hier läuft. Aber was ich da direkt dranhängen kann, statistisch, ist auch natürlich diese Saisonrekorde nonstop, also auch an Punktzahl, wo wir gerade bei Platzierungen sind. Die haben jetzt, also auch schon davor, 2-3 Spieltage, aber ab dem 20. Spieltag, jetzt 15 Spieltage am Stück, ist diese Saison immer der höchste
Punktwert gewesen, den der VfB jemals geholt hat. Und das eben auch auf alles bezogen, ne? Also auf zweite Liga auch, besser als irgendwelche Aufstiegssaisons und so weiter und so fort. Gab hier und da mal vielleicht irgendwo Egalisierungen mit diesem alten Punktesystem noch, wo man dann irgendwie noch 49 zu 18 Punkte hat und so Geschichten. Also da vielleicht sind da manche nur egalisiert, aber auf jeden Fall 15 am Stück. Beste Punktzahl aller Zeiten ja sowieso, die 73 Punkte, hätten zur Meisterschaft gereicht letztes Jahr, hätten 2-7 zur Meisterschaft gereicht, 3 Punkte mehr als damals. Ja, Hinrundentabelle Platz 3, Rückrundentabelle Platz 2, nochmal eine Steigerung von dem, wo man dachte, es ist gar nicht mehr steigerungsbar. Da erinnere ich mich nämlich auch dran, dass wir auch vor Weihnachten so darüber gesprochen haben, ist das, kann der VfB das in der Rückrunde bestätigen, was er da gezeigt hat vor Weihnachten, ja. Und er hat sogar noch getoppt, das ist verrückt, ja. Das ist schon, also Heimtabelle Platz 3, aus jetzt auch Platz 2, sogar besser, also in dem Vergleich besser. Bayern hinter sich gelassen, Leipzig hinter sich gelassen und das ist eben auch das Schöne, was sie auch wollten, auch jetzt dann mit weitem Abstand geschafft haben, aber ne, so vom Grund auf auch grundsätzlich geschafft haben, eben nicht darauf angewiesen zu sein, zu sagen, ey, danke schön Dortmund, dass ihr den 5. Platz uns geholt habt, sondern wir schaffen es auch selber, in die Champions League zu kommen. 23 Siege sind Rekord und das muss man auch mal da mal mit diesem Vergleich ziehen. 23 Siege liest sich schon mal geil, aber 23 aus 34 ist halt der absolute Vollwahnsinn. Ja. 10 Auswärtssiege ist der beste Wert. Bei den Heimsiegen habe ich sowas nicht gefunden, haben sie wohl schon mal mehr geschafft oder zumindest mal mindestens gleich viel geschafft. Jahrestabelle 2024, Platz 2. Auch da, wie gesagt, alles logischerweise, was alles vor uns kommt, ist halt Leverkusen, ne? Das brauche ich gar nicht weiter zu erwähnen. Marktwert gesteigert auf den 5. höchsten in der Liga, das ist auch brutal stark. Das ist einige Rekorde dabei, Vizemeister, das ist ja auch schon einige Zeit her, letztes Jahr Relegation gespielt, auch da der große Rekord, dieser Vergleich zur Vorsaison sind 14 Plätze Unterschied. Das ist einmal gelungen, mal einen Tipp abgeben, wie lange es schon her ist. Das habe ich leider gehört, das war mal Werder auch Bremen. Gut. Einmal Werder Bremen, 1967, 68, also quasi in den Geburtsstunden der Bundesliga. Ja. Gab, ich glaube, ein, zwei Teams, die hatten mal 12, mal 13 Punkte Unterschied, aber 14 ist schon absolut grandios. Die dürften wahrscheinlich dann auch die Liga-Saisons einfach vergleichen, weil sonst natürlich Lautern, die als Aufsteiger Erster werden, aber ich glaube, die werden die Bundesliga-Saisons miteinander vergleichen. Das ist, nach Führungen waren sie bockstark. Ja. 23 Siege nach 28 Führungen, nur einmal noch verloren. Nach Rückstand war es ein bisschen schwächer, 3 Siege, ein Remis, 7 Niederlagen, aber gerade nach Führung war klar, wie auch glaube ich angesprochen in Einspielern, wenn die Jungs führen, dann ist es schon mal ein gutes Zeichen. Beim Bremen-Spiel war es andersrum, wenn Bremen führt, war es ein gutes Zeichen für Bremen, was sich auch bestätigt hat. Und wer die Führung offiziell hat, war eben Guirassy. 12 Mal zum 1-0, ist auch eingestellter Rekord mit, auch da nochmal die 3 Namen stehen, aber vielleicht habt ihr eine Idee. 3 Stück waren es, ein ganz großer ist dabei, die den gleichen Rekord führen mit 12 1-0 Führungen. Gerd Müller oder Lewandowski, sowas. Gerd Müller ist dabei, dazu Ailton und Kiesling. Oh, Kiesling. Die oh Gott, da stelle ich gleich Gänsehaut. Kiesling. Hätte ich jetzt tatsächlich alle drei nicht auf dem Schirm, auch nicht drauf gekommen. Hätte ich jetzt wahrscheinlich ein Jahr lang überlegen können und wäre immer noch nicht drauf gekommen. Gerd Müller wahrscheinlich nur durch das Ding, dass er halt einer der Größten ist. Vielleicht wären wir dann irgendwann dadurch auf ihn gekommen. Vereinsintern haben wir einen Dauerbrenner. Also ohne Torwart natürlich, wer die wenigsten Minuten verpasst hat. Boah, ich würde spontan sagen, Anton. Ja. Aber was ich auch bemerkenswert finde, in allen 34 Spielen zum Einsatz gekommen sind nur 2. Fürich und Leveling. Ja. Leveling hätte ich da nicht verortet, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Aber Fürich ist richtig, 172 Minuten nur verpasst. Anton 172 Minuten nur verpasst. Ja. Quasi auch immer in der Startelf gestanden, glaube bis auf einmal, wo er raus war mit einer Gelbsperre. Einmal war er raus mit einer Gelbsperre und einmal ist er erst zur Halbzeit gekommen wegen Montezumas Rache. Erinnere ich mich dran. Ja. War wohl nicht gleich ein Einsatz zum Startelf möglich, er kam dann erst zur Halbzeit. Das war das Heimspiel gegen Union, da hat sich dann aber Roh den Kiefer gebrochen. Ja. Und dann ist Anton dann immer noch zur zweiten Hälfte reingekommen. Ja. Und was wir auch vorhin hatten, Gladbach uns mal geschlagen und auch Bochum den VfB mal geschlagen, aber was natürlich auch nicht gelungen ist, mit dem Gladbach-Spiel jetzt auch endgültig nicht, ist, dass kein Team hat den VfB in der Saison zweimal geschlagen. Das ist auch nicht passiert. Richtig, ja. Wieder Leverkusen, wieder Dortmund, die haben es ja sowieso nie geschlagen, außer im Pokal, wenn man das jetzt noch mit reinnimmt zum Liga-Geschäft. Wenn jetzt alle 5 mitfahren, wir hatten die Nationalmannschaftsnominierungen, das ist auch der Top-Wert bei dem großen Turnier vom VfB, wenn alle 5 mitfahren. Ich denke mal, das ist auf Deutschland bezogen, kommt natürlich auch Sergio oben drauf. Genau. Wahrscheinlich noch eine höhere Marke dann. Ich glaube, es gab 2x 4 Spieler, also 4 VfB-Spieler, die vom DFB nominiert wurden. Und jetzt sollten alle dabei bleiben, was wir natürlich alle hoffen, dann wären es erstmals 5. Unglaublich. 2x 4 und? Irgendwann in den 80ern, glaube ich, waren es nochmal. 84 oder 88. Ja.
84, glaube ich, weil das war die Meistersaison. Ja. Ja. Einer, der auch nominiert ist, ist ja Nübel. Sind wir beim Thema Torhüter, Weiße Westen. 11-mal Nübel, 1-mal Preto zu 0 gespielt, also 12-mal zu 0. Ich habe es nicht genau ausgerechnet, aber auch schon mal gelesen, irgendwie, dass es, glaube ich, in den letzten 30 Saisons zusammengerechnet sind. Letzte Saison waren es zwei Stück. Einmal Müller, einmal Bredlow, ja, soweit ich das richtig im Kopf habe. Erinnerst du dich, Philipp, an die Rot-Weiß-Essen-Referenz, die wir jedes Mal hatten, als ein Nicht-zu-Null-Spiel nach dem anderen zu Hause dazu kam? Oh. Lang ist her. Vor allem also wirkt zumindest lang. Ja. Es ist nicht lang, aber ja, es wirkt Galaxien entfernt mittlerweile. Ja. Vor allem bei den Auswärtssiegen, wenn wir letztes Jahr noch davon gesprochen, ein ganzes Kalenderjahr keinen einzigen Auswärtssieg gefeiert zu haben. Jetzt holen die 10 Stück, den Bestwert von VfB aller Zeiten in der Bundesliga-Saison. Zweitwenigste Gegentore geteilt, 39 Stück. Noch da ganz witzig, drittmeiste Tore haben sie erzielt, 78. Und beide, also die meisten Gegentore gefangen und die meisten Tore geschossen, war jeweils zwischen 61. und 75. Da gibt es ja auch immer die so in 15-Minuten-Teile auftrennen. Und das war jeweils Gegentor und Toranfälligkeit selber. Auch schön, das ist auch unterschiedlich immer bei manchen Daten, was die Vorlagen angeht. Manche zählen rein, wenn du einen Elfer raus hast als Vorlage, manche nicht. Aber laut transfermarkt.de haben sie es noch geschafft, jetzt eben durch die Gerassi-Tore auch und auch Vorlage auch bekommen. Diesen leichten Streifer zum 3-0 hat dann 3 Vorlage bekommen für Jong, ist das Top-Duo mit Kane und Musiala. Beide Top-Duos kommen zusammen auf 46 Scorer jeweils. Ja. Auch das war immer so eine Reise, weil man nah dran, immer so 2-3 Tore entfernt. Wenn wir bei so Duos oder Trios sind, natürlich magisches Dreieck, haben sie schon lange überholt, führe ich noch mit oben drauf zu den beiden Stürmern. Das ist alles schon ziemlich surreal. Er guckt, er hat die Blätter Papier vor sich liegen und schüttelt auch immer noch so mit dem Kopf. So. Das ist, der ist noch lange nicht fertig, der könnte noch 10 Minuten so weitermachen. Ja. Also ist beeindruckend, einfach nur noch beeindruckend. Vielleicht eine Sache, ich weiß nicht, ob du das auch vorliegen hast, was vielleicht noch ausbaufähig wäre, wären vielleicht die Standardgeschichten. Ist aber nur ein Gefühl meinerseits. Na, da war schon am Anfang der Saison, waren da eine Phase drin, wo ich habe ich auch mal eine Geschichte oder zwei drüber gemacht, die haben quasi in jedem Spiel ein Standardgegentor gefressen. Mhm. Ja, und selbst bei ruhenden Ball jetzt nicht, waren sie nicht in den Top-Regionen unterwegs, die sie sonst so überall irgendwie besetzen in dieser Saison. Da ist definitiv ein Thema. Generell finde ich eine unterschätzte, immer noch komischerweise unterschätzte Spielphase im Fußball. Man unterscheidet ja heutzutage eigentlich in 4 Spielphasen. Ballbesitz, kein Ballbesitz, Verhalten bei Ballverlust, also Umschaltmoment bei Ballverlust oder Umschaltmoment bei Ballgewinn. Das sind die 4 Spielphasen, die in die aktuelle moderne Trainingslehre auflistet und wo es jede Menge eben dazu zu lesen, zu üben, zu trainieren, sonst was gibt. Aber Standards, ruhender Ball ist eigentlich die 5. Phase. Da spricht viel zu wenig, wird darüber gesprochen und viel zu wenig wird da für mein Gefühl auch dafür trainiert. Man kann ja nichts eigentlich besser simulieren als den ruhenden Ball. Ja, gab mal Zeiten, als die Bundesligisten gemeint haben, so die Altinternationalen, die alten Recken, die früher mal ganz gut gegen den Ball treten konnten, die werden jetzt unser Techniktrainer. Ich glaube, Thomas Hessler in Köln und Krasimir Balakow mal beim VfB. Ich habe auch mal einen Einwurftrainer hier, einer von den Altintops. Einen Einwurftrainer gab es mal beim VfB, richtig, den Jürgen Klopp populär gemacht hat in Liverpool. Aber also jetzt ohne hier das allzu sehr lustig zu finden, also ist definitiv ein Thema, wo man ran kann, wenn man bei all diesen Top-Zahlen, die du jetzt präsentiert hast und den anderen, die du noch besser nicht erwähnt hast, weil sonst würde die Sendung noch viel länger gehen. Man kann grundsätzlich sagen, der VfB ist in allen Top-Werten irgendwo 3, 4, 2, was das angeht. Ja. Ein bisschen tiefer wird es halt da, wo es nicht gebraucht haben, sage ich mal. Intensive Läufe, Faust an Gegner, brauchst du es nicht großartig. Und letztes, was ich noch rausheben würde aus den Daten auch das brauchst du halt nicht, wenn du auf Platz 2 stehst. Eine sehr faire Mannschaft. Die geteilt zweitwenigsten gelben Karten. Bei den gegangenen Fouls sind sie auf Platz 15. Das war auch über die Saison hinaus keine Gefahr. Das ist, wie ich finde, ein sehr wichtiger Punkt, weil und das wird bedingt durch die Spielweise. Das wird bedingt durch das neue System, das nicht mehr ganz so neu ist. Aber das, was Sebastian Hoeneß an Fußball etabliert hat, sorgt für 2 Sachen. Erstens, du wirst fairer. Das heißt, du schwächst dich selbst viel seltener durch Platzverweise. Ich glaube, es gab einmal Gelb-Rot für Stenzel in Darmstadt. Und ich weiß gar nicht mehr, ob es da noch... Frage, ob da noch was kam. Ja, ich glaube, eine Glattrote gab es, glaube ich, nochmal irgendwann am Anfang. Gelbsperren, ja, aber Rote gab es sonst echt nicht. Genau, und der Punkt ist, eben auch das unterscheidet dich dann, wenn du oben stehst, tabellarisch im Verhältnis dazu, wenn du unten stehst, wo sowas immer ein Faktor ist, der dazukommt. Ich glaube, in den unteren Tabellenregionen sind Standards immer noch wichtiger, als sie es sowieso schon sind. Sind Platzverweise, Sperren noch häufiger wichtig. Und
auch wenn ich jetzt statistisch keinen Beweis dafür habe, aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die Spielweise auch dafür sorgt, dass du weniger Verletzungsprobleme bekommst. Weil auch das ist ja was, was wir hatten, Philipp, in den ganzen Jahren, in denen es gegen den Abstieg ging, war ja auch immer teilweise ein Lazarett, dass 5, 6 Spieler verletzt waren, nicht stattfinden konnten, ausgefallen sind. Aufgrund dieser dominanten Spielweise, die du hast, aufgrund dessen, dass du kontrollierst, wie das Spiel läuft, hast du mehr Fäden in der eigenen Hand und begibst dich viel weniger in Gefahr. Das ist ganz, ganz simpel, weil du halt aus einer Position der Stärke und der Kontrolle raus deine Spiele spielst und nicht ständig reagieren musst und das eben auch in einer Art und Weise, die halt dann das ein oder andere muskuläre Thema reißen lässt, beispielsweise oder was auch immer. Ja, das ist schon so und auch die Kartenthematik spielt damit rein. Ganz, ganz klar und wird spannend sein und das ist so ein kleiner Ausflug Richtung Taktik vielleicht in dem Moment jetzt. Du wirst in der nächsten Saison von niemandem mehr unterschätzt werden, was diese Saison am Anfang der Fall war, Spielplan Glück, die haben nur einen Lauf, dies, das, Ananas und so weiter. Du wirst aber auch gegen Mannschaften antreten müssen, dürfen, besser gesagt. Da kannst du dein Ballbesitzspiel so nicht spielen, wie du es bisher gespielt hast. Ja? Eine Mannschaft wie Real Madrid, eine Mannschaft wie Inter Mailand, eine Mannschaft wie you name it, die ganz, ich sag mal, G14 Europas, die werden dir, zumindest nicht alle, werden dir nicht diese Spielanteile geben, die du bisher hast. Ja? Da trifft sich zum einen gut, dass der VfB unter Hoeneß in der Lage ist, auch Ballbesitzfußball zu spielen, der eigentlich aussieht, wie wenn es Konterfußball wäre. Ja, das ist schon mal wichtig, das sollten sie sich beibehalten. Zum anderen, aber sie brauchen einen in irgendeiner Form Plan B. Was tun wir, wenn wir eben wenig Ballbesitz nur haben? Was tun wir, wenn wir nicht unser Positionsspiel, unser kontrolliertes Ballbesitz-Fußballspiel so spielen können, wie wir das bisher getan haben? Zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage als Trainer, scheiß ich drauf, ich mache das trotzdem so, egal ob der Gegner Madrid heißt oder Tottenham oder wer auch immer. Oder du überlegst dir halt was für deinen Werkzeugkoffer und übst mit deiner Truppe, damit du halt auch für solche Situationen dann ein Werkzeug im Käfigchen hast. Heimspiel gegen Leverkusen, zweite Hälfte. Ist so eine Phase gewesen. Ja, stimmt. Ist so eine Phase gewesen, wo der VfB sein anderes Gesicht zeigen musste, sein leidensfähiges Gesicht. Ja. In der Lage dazu ist die Mannschaft schon. Aber es ist tatsächlich, es bedingt auch den Willen dazu, sich umzustellen und anzupassen an die jeweilige Situation. Richtig. Felix, das waren die Live-Daten. Ja, ja. Danke dir dafür. Sehr, sehr schön. Und es gibt noch zwei kleine Kategorien, die wir uns rausgesucht haben mit Blick auf den Rückblick. Jeder von uns hat sich noch einen Spieler der Saison rausgesucht aus VfB-Sicht und einen sogenannten Unsung Hero, also einen unbesungenen Helden, der vielleicht ein bisschen untergegangen ist in der Gesamtwahrnehmung, aber dennoch eine Erwähnung finden sollte auch hier. Ich würde sagen, erstmal Spieler der Saison. Auch da, glaube ich, könnte jeder von uns 3, 4 nennen. Aus VfB-Sicht, Felix, wen hast du? Ich habe es ganz einfach gemacht und Serhou Guirassy genommen. So. 28 Saisontore, Platz 2 in der Liga hinter Kane, was auch irgendwo zu erwarten war, dass der Mann da alles abreißt. Aber 28, damit gewinnt das Ding normalerweise jedes Jahr. Letztes Jahr waren es ja, was waren es, wie 16 bei Füllkrug. Also und Nkunku, oder? Die waren noch geteilt. Ja, genau. Ein geteilter erster Rang mit 16 Hütten, ey. Das hätte sogar Unlauf geschafft. Das steht ja auch bei 18, 18 und 10. Guirassy noch 3 Vorlagen obendrauf. Der hat so viele Tore gemacht, wie er Spiele gespielt hat. Serhou Guirassy hat übrigens in dieser Saison genauso viele Tore geschossen wie der erste FC Köln. Oh, okay. Das ist kein Scherz, ja. 28. Ja, das musste trotzdem lachen, auch wenn es klar ist. Das so da ging auch der Blick so ein bisschen hin am Samstag nach Köln, aber haben es dann nicht mehr rausgerissen. Der nächste Traditionsverein, der die Liga leider verlässt. Aber das ist ein anderes Thema. Guirassy, ja, trägt die Mannschaft nicht alleine. Das geht mir manchmal ein bisschen zu weit oder zu viel Fokus auf ihn. Deswegen gut, dass wir Unsung Heroes noch dabei haben auch. Aber was der abgerissen hat, weil ich war auch in Mainz dabei, diese 3 Hütten, ab da war klar, ey, der Mann macht richtig ernst. Es war klar, dass der Mann das kann. Letztes Jahr war auch schon stark mit Verletzungen hier und da. Trotzdem irgendwie auf 11, 12 in 20, 22 Spielen gekommen. War auch bockstark und elementar, dass man drin geblieben ist. Mainz war absurd. Dieses dritte Tor, das war ja fast lächerlich gut. Mhm. Kennst du diese Benny Hill Musik, die man da so drunter legen könnte? So. Können wir jetzt nicht machen, weil das würde GEMA Kosten verursachen. Aber du kannst aber singen, wenn du magst. Nee, danke. Lass ich heute. Zu viel am Samstag gesungen. Ja. Guirassy, das ist glaube ich die Wahl, die musste einer von uns treffen. Felix hat sich dafür entschieden, dankenswerterweise. Philipp? Eine Top-Mannschaft, die hat meistens an beiden Enden des Spielfelds Top-Leute. Und so ist es auch beim VfB Stuttgart. Den einen hat sich Felix schon gekrallt.
Den anderen nehme ich mir, das ist Alexander Nübel, der ebenso wie Gerassi das Spiel der Truppe auf ein neues Level gehoben hat mit seinen Leistungen. Ja, wir haben es vorhin schon mal gehabt, die sogenannten Clean Sheets, 11 davon hat Nübel eingespielt, eine Bredlow, also Spiele ohne Gegentor. Nübel. Sprechchöre, T-Shirts, die gedruckt werden, selbst bei Fabi Bredlos Auftritten hat die ganze Gruppe Nübel, weil natürlich auch er stark gehalten hat in diesen Spielen, die er hatte. 4, glaube ich, war es, oder 5 Auftritte Fabi Bredlo. Kaum ein Spiel mit wirklich groben Patzern, glaube ich, 2 habe ich gezählt, einen dagegen Heidenheim, als ihm das Ding durch die Hosenträger durchfällt, da beim Fangen und den anderen, kriege ich gar nicht mehr gerade sauber verortet. Leipzig, glaube ich, Anfang, ja. Leipzig, zweiter Spieltag. Ja. Stimmt, ja, richtig. Ansonsten eigentlich beeindruckende Aura, Ausstrahlung. Ich musste ganz oft an Jens Lehmann denken, habe das, glaube ich, auch in ein oder zwei Podcast-Folgen mal so erwähnt, weil der war auch so einer, wenn ein Ball von außen hoch reinkam, hast du eigentlich schon nach vorne geblickt, weil du wusstest, Jens Lehmann wird diesen Ball fangen. Ja, und du konntest dich schon orientieren nach vorne, was macht er jetzt? Und bei Nübel ist es teilweise sogar so, dass ich das Gefühl habe, das macht er auch. Wenn nämlich der Ball von außen kommt, dann weiß das Ding, habe ich sicher, der orientiert sich schon in der Luft nach vorne und guckt, wo kann ich ihn abwerfen, wo kann ich hinwerfen, wo kann ich vielleicht passen oder wo muss ich Tempo rausnehmen jetzt, um dann der Mannschaft insgesamt weiterzuhelfen. Bärenstarke Saison, die für mich unerwartet dann auch in der Nominierung gemündet ist für den EM-Kader. Natürlich aufgrund der Verletzung von Bernd Leno, aber hochverdient, muss man einfach sagen. Es gibt nur wenige Torhüter, die in ihrer Leistungskonstanz in dieser Saison überhaupt in seine Sphären kamen. Insofern ist mein Spieler der Saison der Keeper Alex Nübel, der jetzt noch zumindest ein weiteres Jahr hier für Stuttgart die Bälle fangen wird. EM-Nominierung ist das richtige Stichwort. Ich schwankte zwischen demjenigen, den ich vergangenes Jahr hatte, Waldemar Anton, dem Kapitän, und habe mich jetzt aber für Chris Führich entschieden. Es war tatsächlich ein knappes Rennen, weil, das möchte ich an der Stelle trotzdem nochmal erwähnen, Waldemar Anton für mich ein Kapitän ist, wie er im Bilderbuch steht. Das ist richtig. Und mich freut, dass er, nachdem er die Mannschaft letztes Jahr durch die Relegation in der Klasse gehalten hat, als Kapitän jetzt eben diese Erfolgssträhne hat. Ich habe mich trotzdem für Führich entschieden, weil ich ihm diesen Sprung, und das muss ich ehrlich sagen, so nicht zugetraut habe. Also wenn mich einer gefragt hätte vor anderthalb Jahren, Chris Führich im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Heim-EM 2024, ich hätte ihm gesagt, gib mir auch was von deinem Zeug, ehrlich. Aber erzähl mir nicht sowas. Ja, das gilt für viele Rekorde diese Saison. Es ist unglaublich. Und bei Chris Führich ist es ja wirklich so gewesen, da nehme ich mich nicht raus. Ich habe das so nicht kommen sehen. Ich bin oft an ihm verzweifelt, habe mir oft gedacht, Mensch, man sieht eigentlich, was er kann. Aber wir hatten das Thema schon Entscheidungsfindung und. Und irgendwann hatte ich den Glauben fast schon verloren. Und dann, deswegen muss ich ganz kurz nochmal ausholen, und dann kam der 33. Spieltag letzte Saison, Felix nickt auch schon, in Mainz, als er zum ersten Mal den Chris Führich präsentiert hat, den alle von ihm sehen wollten und den er jetzt konstant gezeigt hat, als er da, glaube ich, das entscheidende 3-1, was dann geschossen hat, was ein ganz wichtiger Sieg auf dem Weg in die Relegation war. Das war zum ersten Mal, vorletzter Spieltag in Mainz, unter Sebastian Hoeneß schon der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da geht doch was. Dass das sich aber dann in die Richtung entwickeln würde, auch mit den ersten Heimsiegen und Toren, die er erzielt. Für mich eines der schönsten Tore in dieser Saison, das 2-0 gegen Union im Heimspiel, als er den Ball direkt unhaltbar ins lange Eck schlänzt und der Torwart nur hinterher gucken kann. Ja, ja, ja. Ganz großartig dazu in dem Tandem mit Mittelstädt. Und mich freut es so sehr für ihn, weil er auch einfach ein richtig netter, guter Typ ist, dem ich alles Glück der Welt wünsche und auch bei der Europameisterschaft. Deswegen ziehe ich den Hut. Ich habe ehrlich nicht immer dran geglaubt. Umso mehr freut es mich. Prima. Sehr schön auch beschrieben. Wollen wir zu den Unsung Heroes kommen? Ja, die müssen wir Unsung Heroes, also Spieler, die für unser Dafürhalten deutlich mehr Lorbeer verdient hätten in der öffentlichen Wahrnehmung, als sie es vielleicht bekommen haben. Und Reihenfolge hat sich gerade eingespielt. Felix, gib ihm. Ich fange an mit Karasor.
nach deinem Satz ja auch, no Arta, no Points, der echt auch generell Stammspieler schlechthin, spielt da in der Mitte im Mittelfeld immer seinen Part runter und das eben auch schon seit Jahren. Ich glaube, in der zweiten Liga war noch nicht so dermaßen wichtig, wie er es vielleicht dachte, als er eben auch kam für Tim Walter von Holstein Kiel und so weiter und so fort. Aber seit der Bundesliga ist der Mann wichtig. Spätestens diese Saison, seit Hoeneß da ist er elementar wichtig. Der spielt da halt grundsätzlich immer, also ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal wirklich ein schlechtes Spiel von Carrasso gesehen habe. Der spielt da immer ein Mindestniveau runter, eine Mindestsolidität da hinten drin einfach, auch für die Abwehr hinter ihm. Lässt er auch Stiller seinen freien Raum dann eben dadurch, dass er diesen dreckigeren Posten übernimmt, sage ich mal. Und ja, und der das war, gerne. Da macht er richtig der, Bock drauf. Der kriegt er dafür auch nicht diese Lorbeer im Sinne von, boah, vielleicht Nationalmannschaft oder vielleicht hier mal eine Nominierung oder hier mal Spieler des Spiels oder so. Das kommt sehr, sehr selten, obwohl er einfach quasi immer seinen Stiefel runterspielt. Das ist oft so, wenn du solide immer dein Top-Niveau anbringst, wird es irgendwann gewöhnlich, ja, alltäglich fast. Das ist bei Carrasso oft der Fall. Ja, ist gut. Gute Wahl. Guter Junge. Dienstältester Spieler mittlerweile im Kader, glaube ich, mit Fabi Bredlo seit 2019 da. Das ist schon Vizekapitän. Auch das ist nicht von ungefähr. Ja, der hat mannschaftsintern ein extrem hohes Ansehen genießt, der junge Mann. Und die Niederung der zweiten Liga mitgenommen. Ja, ja, das, all das ist mitgewachsen. Also definitiv gute Wahl und darf man ruhig mal das ein oder andere Mal öfter erwähnen, als das aktuell der Fall ist. Ihm fehlt noch das Tor. Ja. Oh, ich weiß noch. Der hat zweimal getroffen in der zweiten Liga, meine ich, nein, aber in der Liga in der ersten noch nicht. Ich kann mich da gut dran erinnern. Vorbereitung im Sommer, da war ja auch so ein bisschen unorthodox, abgebrochenes Trainingslager in Österreich wegen irgendwie sinnfutartigen Regenfällen. Dann gab es ein Testspiel gegen Vitesse Arnhem im Oberhaching auf irgendeiner Bezirkssportanlage, was weiß ich. Da hat er sein einziges Tor gemacht. Es war ein 3-1-Sieg, aus der Distanz tatsächlich sogar ist nachgegangen im Ball, hat dann ein Tor gemacht und hat danach großspurig erzählt, das wird der neue Atta, das seht ihr jetzt öfter. Ja, ich habe mir vorgenommen, Tore zu machen. Ja, hat nicht geklappt. Dafür hat vieles andere geklappt. Dennis Diekmeier gefällt das. Ja, Dennis Diekmeier gefällt das, richtig. Ich bin dran. Ja. Ich bin dann. Enzo Mio, der Mann, dessen Name ich dann im Saisonverlauf gelernt habe, richtig auszusprechen. Der ist für mich so ein Unsung Hero, weil er einfach, also was der auflegt, ist brutal. Und dafür wird zu wenig über ihn gesprochen. Ja. Keine Ahnung, ich glaube 17 Scorer in seinen 34 Auftritten. Unfassbar wichtiger Verbinder zwischen Mittelfeld und Offensivdrittel. Kein anderer spielt dieses Offensivdrittel mehr Bälle mit einer besseren Passquote als Enzo Mio. Kein anderer ist im Ballbesitz so wichtig für das Spiel des VfB Stuttgart. Jeder Angriff läuft über ihn, wenn er auf dem Platz ist. Er ist ein Spieler, der aber auch gegen den Ball zu überzeugen weiß, mit großer Laufarbeit, fast in jedem Spiel ist er mindestens in den Top 3, was Laufleistung angeht, arbeitet sehr viel für die Mannschaft. Einer seiner besten Szenen und auch besten Spiele hat er für mich in der Vorrunde gegen Frankfurt gemacht, als er noch, das Spiel war entschieden, ja, aber einfach nur, um zu demonstrieren, welches Mindset der VfB hier heute an den Tag legt, läuft er noch in der zweiten Halbzeit an der Eckfahne von Frankfurt, den Frankfurter Ballbesitzspieler an, um ihn einfach versucht noch mit der Grätsche diesen Ball zu kriegen, schafft es nicht, liegt danach völlig platt auf dem Boden, wird dann ausgewechselt, aber das war so eine Szene, die sehr gut verdeutlicht, welche Mentalität da mittlerweile dahinter ist. Bei einem Spieler, der noch vor anderthalb Jahren von Bruno Labbadia gewogen und für zu leicht befunden wurde, den brauchen wir hier nicht im Abstiegskampf. Können wir nichts mit anfangen mit dem Typen. Ja, komischerweise anscheinend doch kann man was mit dem anfangen. Und ein Stück weit war vielleicht sogar Labbadias, sag ich mal, Missachtung dafür mitverantwortlich, dass aus diesem Spieler, der so ein Stück weit schon Filou war, als er von Monaco hierher kam, jetzt einer geworden ist, der ein Unterschiedsspieler ist für diesen VfB Stuttgart. Das ist Fakt. So, das kannst du ablesen an Zahlen, das kannst du ablesen an nicht greifbaren Dingen, die man sieht, wenn man ein Fußballspiel beobachtet.
Und ich meine, wenn es ein Beweis bedurfte in jüngerer Vergangenheit, welches gute Auge Sven Mislintat immer noch hat, dann bitte Enzo Mio, 1,75 Millionen Ablöse von der AS Monaco, den jungen Mann geholt, mittlerweile zweitwertvollster Spieler im Kader, wenn man einem gewissen Portal Glauben schenken mag, das wir alle kennen, 30 Millionen Euro Marktwert. Und jetzt noch eine Olympia-Nominierung vor sich. Der wird im Kader sein für die Franzosen bei der Olympischen Spielen im eigenen Land, wird da spielen. Und ich wage mir gar nicht auszumalen, dass dann vielleicht doch noch irgendjemand auffällt, was der Junge eigentlich mittlerweile zu leisten imstande ist. Weil dann werden wir eine Transferdiskussion haben Ende diesen Sommers, die wir vielleicht gar nicht haben wollen. Also wir alle nicht, die den VfB so gerne verfolgen. Und auch der Trainer Sebastian Hoeneß nicht, wenn er hat einen integralen, ganz, ganz wichtigen Spieler gefunden in Enzo Mio in den letzten Jahren. Und deswegen ist er mein unsung hero. Auch das ging schon ein bisschen los, ne? Relegationsrückspiel in Hamburg. Mhm. Sein Doppelpack. Wichtige Tore gemacht, ja. Habe ich vergessen noch zu erwähnen. Ganz Männer-Tore gemacht. Die 6 Stück, die er jetzt in der Saison gemacht hat, aber auch die 2 letzte Saisonende. Das waren alles immens wichtige Treffer, die der Mannschaft viel gebracht und gegeben haben, als sie erzielt wurden. Darf man auch nicht unerwähnt lassen. Und vor allem jetzt in den letzten beiden Spieltagen in Augsburg und jetzt gegen Gladbach dieses Tandem Mio Gerassi, da hat sich, glaube ich, richtig schön. Also ja, der Ball. Better Love Story than Twilight. Der Ball in Augsburg, wie er den einfach aus dem Fußgelenk schüttelt, als ob es das Normalste der Welt wäre, dass sie den Ball jetzt da hinspielen, wohltemperiert, genauso, dass er vor meinem Stürmer runterfällt, dass er nur noch einen Kontakt braucht, um diesen Ball ins Tor zu befördern. Und er rotiert ja auch immer wieder, ne? Mal steht er vorne, mal steht er hinten, macht den Sechser, das ist ja absolut überragend. Sehr gut, und sehr gut. Witzigerweise, was du gesagt hast, er war auch wieder am Samstag beste Laufleistung beim VfB, 11,4 Kilometer in dem Fall. Und halt, du spielst, der spielt der zweite Spitze, spielt der Zehner, spielt der falsche Neun, spielt der Sechs, spielt der Doppelsechs, spielt der auf den Außen, spielt, mein Gott, stell ihn halt ein Zoo auch noch vom ersten. Also, im Training? Es ist, ja. Gab es ein paar Clips? Ja, richtig, da gab es ein paar Clips, das ist gar nicht so lange her, da gab es ein, oder auch jetzt dieses Fußball-Tennis-Turnier letzte Trainingswoche, Enzo Mio hat jeden Ball abgefeiert, als hätte er jetzt gerade die Olympischen Spiele gewonnen. Da war also bei allen anderen so ein bisschen Austrudeln und Sommer, Sonne, Strandfußball, nur nicht bei Enzo Mio. Also das ist schon bemerkenswert, was aus diesem jungen Mann geworden ist, in dieser kurzen Zeit auch. Man muss ja bedenken, diese Labbadia-Phase ist nicht noch allzu lange her. Jetzt steht er da als einer der wertvollsten Spieler, zumal in dem Alter, zumal Franzose. Wir wissen alle, was diese Jungs auf dem Markt für Attraktivität erzeugen und Interesse. Da bin ich mal gespannt, was da noch passiert in diesem Sommer. Jo, ich schwankte auch noch zwischen Kalle Stenzel, Fußballgott, den ich wirklich rausgenommen hätte, weil er einfach wahnsinnig wichtig ist. Ähnlich auch wie ein Fabi Bredlow für die Teamchemie und auch wirklich in dem einen oder anderen Spiel echt gute Szenen hatte. Sein Schuss, sein Freistoß, Künste sind echt stark. Hat gerade in diesem Heimspiel gegen Darmstadt, von dem wir es jetzt schon ein paar Mal hatten, finde ich sein bestes Spiel vielleicht sogar in dieser Saison gemacht. Ich habe mich dann entschieden für Hiroki Ito am Ende des Tages, weil das in der Qualität nochmal eine Stufe drüber ist und weil ich auch den Sprung wahnsinnig begeisternd finde, weil Ito ist eigentlich das durchlaufen, was jetzt dieses DFB-Quintett hat. Der ist schon früher zum japanischen Nationalspieler geworden. Er hat vor anderthalb Jahren die WM in Katar gespielt und war da viel auf dem Platz, ist mit den Japanern nur denkbar ungünstig, unglücklich im Achtelfinale ausgeschieden, spielt auch weiterhin die Turniere, ist absolut gesetzt und ist auch gesetzt beim VfB, kann da auch alles spielen. Und was mir besonders imponiert bei Hiroki Ito, ich glaube, wie hast du ihn, glaube ich, glaube Philipp, du hast ihn mal den stillen Lautsprecher genannt, oder ich weiß nicht, was ein Kollege aus unserer Redaktion, finde ich, trifft es perfekt, weil er kann mit, er ist vielleicht nicht der Lauteste auf dem Platz, aber durch seine Gesten zeigt er, was er kann und was für ein Spielverständnis er hat, defensiv wie offensiv. Am Samstag eine zu sehen, die Grätsche, die das war sogar das 1-0, glaube ich, für Gladbach gewesen, oder das 1-1, das waren eine der besten, wenn nicht die beste Chance Gladbachs. Im ersten Durchgang. Die Doppelchance. Wird verhindert durch eine Grätsche, also im letzten Moment dann verhindert durch eine Grätsche von Hiroki Ito. Ja, Wahnsinn. Und was ich besonders auch an ihm mag, ist, Hiroki Ito ist nicht fehlerfrei. Also Hiroki Ito unterläuft schon mal der ein oder andere Fehler. Das passiert aber jedem. Das passiert auch uns. Keiner ist fehlerfrei. Aber was ich an Hiroki Ito mag, ist, er schüttelt das binnen Sekunden ab. Also er ist keiner, der sich auch vielleicht mal von dem Fehler verunsichern lässt und dann irgendwie den Rest des Spiels nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Sondern als hätte er so einen Schalter, den er sofort umschaltet und das war's. Nach vorne schauen. Das passiert, kann ich nicht mehr ändern. Weiter geht's. Und genau durch solche Defensivspieler
bekommst du die Stabilität, die du brauchst, um eben so eine Saison zu spielen. Defensivspieler machen Fehler, oft sind Fehler von Defensivspielern ursächlich für Gegentore, aber sich davon nicht aus dem Tritt bringen zu lassen, sondern weiter die Mannschaft zu pushen, sich selbst zu stabilisieren, das finde ich so beeindruckend bei ihm. Ja, und bei ihm ist eben auch nicht dieses Headlight drauf, weil wenn du rein auf die Aufstellung guckst, Ito da, rechts davon der Nationalspieler Anton, das ist groß in den Medien, links davon Nationalspieler Mittelstädt, natürlich auch die Mittelstädt-Story generell, da ist halt auch nicht das große Scheinwerferlicht auf Ito drauf, fand es aber deswegen auch besonders schön, auch nochmal eingefallen gerade, die Gerassi-Auswechslung wie immer natürlich der Wahnsinn, ne, wenn Gerassi verabschiedet wird, aber auch die Ito-Auswechslung, die war extrem laut, extrem, ja auch das wieder einfach quasi emotional oder eben einfach sehr euphorisiert, die Auswechslung von Ito, auch ein absoluter Boss da hinten drin, auch witzigerweise hier nochmal eine Statistik, war das schnellste vom VfB. Ja, 33 irgendwas. Am Samstag, genau, 33,67 und auch da wieder, hast du vorhin schon gesagt, der nächste Missintat, Diamantenauge, das war quasi das erste richtig große Endlevel-Ding, was er hier hergeholt hat für 500.000 da aus der zweiten japanischen Liga, das ist ja Wahnsinn. Das ist eigentlich so, ist eigentlich illegal. Ja. Ist eigentlich illegal. Ja, habt ihr sehr schön abgebunden, die Nummer. Sehr gut. Ich glaube auch vor allem auch für euch da draußen, also das ist jetzt nur wirklich eine sehr subjektive Auswahl. Logisch. Ihr wisst da draußen, wir hätten nahezu jeden hier nennen können und vielleicht oder sogar ganz bestimmt gibt es bei euch noch andere Spieler, die ihr da im Fokus habt, aber ja, wollten euch da ein bisschen teilhaben lassen, so an unseren Gedanken, und ich glaube aber, es ist absolut legitim, wenn man beispielsweise den Mittelstädt nennt, wenn man einen Stiller nennt, wenn man einen Undaf nennt, also und, you name it, es ist Wahnsinn. Du kannst 11, 12, 13, 14, 15 nehmen. Ja, logisch. Musst du dich entscheiden. Ich glaube, wir haben gute Entscheidungen getroffen, die nachvollziehbar auch deklariert wurden jetzt, erklärt wurden von uns. Lasst uns noch so ein bisschen ausblicken. Lasst uns noch so ein bisschen Housekeeping machen. Was natürlich euch alle logischerweise jetzt in dieser Phase interessiert und immer heißer werden wird die nächsten Wochen, ist das Thema Transfermarkt. Ganz klar, logisch. Auch uns macht das großen Spaß. Offizielle Dinge gibt es schon. Ne? Es wurden 5 Spieler verabschiedet am Wochenende. Eklow, Massimo, Haraguchi, Schock bei allen. Vertrag ausgelaufen, wird nicht verlängert. Dahoud ebenso, da war es nur ein Leihvertrag. Wird auch nicht verlängert, hat sich früh schon abgezeichnet. Einmal, weil Mo Dahoud nicht das erhoffte Element, glaube ich, war, was man sich einkaufen wollte für diese 6 Monate. Die letzten Spiele waren gut. Anfangs hat er sehr gefremdelt und man muss natürlich auch sagen, es ist zwar ein Ballbesitzspieler, aber einer, der eher die Bälle schleppt, der sich viel transportiert, und gerade in diesem Mittelfeld beim VfB, wo er zu Hause ist, da wird halt nicht viel geschleppt, sondern da wird gepasst, da geht's halt zack, 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 ja, und wird Tempo entwickelt aus der Tiefe raus, und das hat er oftmals nicht so geboten, wie man sich das wünscht. Deswegen hat man sich frühzeitig und fair getrennt. Auch das finde ich im Kontext wichtig zu erwähnen. Verabschiedungskultur ist ein Wort, das da wichtig ist in diesem Kontext. Hat der Club geschafft, auch im Falle von Nate Weiss, der Techniktrainer, der auch den VfB verlassen wird. Ich fand das schön, den Rahmen, den man dem Ganzen gegeben hat, und auch für alle so, dass man erhobenen Hauptes von der Platte gehen kann, jetzt mal ja, metaphorisch gesprochen, sondern das ist schon gut. Es gibt schon feststehende Neuzugänge. 2 davon sind eigentlich keine, weil die waren ja schon da durch ihre Leihverträge. Sterlschuh und Leveling, beide Spieler wurden fest verpflichtet, bei beiden Spielern wurden die Kaufoptionen gezogen, und es scheint sich aktuell zumindest so anzudeuten, dass der Sportskamerad Wohlgemuth, der die Kaderplanung maßgeblich verantwortet, schon wieder, wie letzte Saison auch, eigentlich recht frühzeitig versucht, die wichtigsten Themen festzuzogen. Ne? Das ist so. Und wir können natürlich an der Stelle auch sagen, der Beginn der Sommerpause ist gleichzeitig auch der Beginn des Transfertickers, der dann auch heiß laufen wird bei uns. Also ihr könnt da alles nachlesen an aktuellen Entwicklungen und Gerüchten und sonst irgendwie was. Philipp Plettenberg wird euch da... Na, bitte nicht. Auf dem Laufenden halten. Bitte nicht. Nein, aber natürlich
gibt es die Personalien Undav und Guirassy, die viel Schlagzeilen beherrschen werden, jetzt es jetzt schon tun. Dann hat der VfB 3 ablösefreie Neuzugänge schon verpflichtet, die man kommunizieren kann, die vielleicht, wenn ihr diese Folge jetzt hier hört oder seht, schon kommuniziert worden sind. Ich weiß, die Fotos und alles wurden schon gemacht, Unterschriften sowieso schon geleistet. Wer sind die drei? Felix? Keitel, Woltemade und Diehl. Sehr gut. Abfragen, wie früher in der Schule. Und gerade auch schön, dass eben auch Keitel und Woltemade gegen Ende noch ein bisschen aufgelaufen sind, quasi für ihre Clubs. Aufhorchen haben lassen. Warmlaufen für den VfB. Nick Woltemade hat nach gefühlt 800 Bundesligaspielen endlich mal 2 Hütten gemacht. Seine ersten Tore erzielt in dieser Spielklasse. Kommt gleich mal her und zeigt Atakan Karasov, wie man das macht. Ja. Vorbereitet. Pass auf, du. Pass auf. Das ist das, genau, die drei Spieler, die von denen eigentlich alle wissen, dass sie fix sind, wo aber wirklich einfach nur noch die offizielle Verkündung fehlt. Wie gesagt, vielleicht, Philipp hat schon gesagt, ist das denn jetzt auch schon passiert? Für euch tragen wir nicht nur die Gerüchte zusammen im Transferticker, sondern ihr könnt auch den gesamten Kader in seiner Gänze bei uns nachlesen. Wir packen euch einen Link dazu entsprechend in die Shownotes. Das ist der Kader des VfB Stuttgart, das updaten wir auch regelmäßig für euch. Und gleiches gilt, Philipp, auch für die Eckdaten des Sommers, also was da auf den VfB alles zukommt. So ist es, das haben wir schon zusammengetragen, packen es euch in die Shownotes, werden auch das immer wieder aktualisieren und versprechen euch jetzt schon, das nächste Video auf unserem YouTube-Kanal, nach dem hier, das ihr gerade seht, wird eines zum Thema Transfermarkt. Wir schauen uns an, oder wir schauen einfach, wir gehen den Kader durch. Ja, wir schauen auf Perspektiven, wir schauen auf Vertragslaufzeiten, wir schauen auf das, was in diesem Sommer vielleicht passieren könnte oder wird, nach den Informationsständen, die wir haben. Einfach mal das ganze Thema von A bis Z durchgehen. Das kommt als nächstes auf diesem YouTube-Kanal hier. Freuen wir uns schon drauf. Und dann gibt es noch zu verkünden, dass Felix nicht das letzte Mal hier gesessen sein wird, sondern das in Zukunft öfters tun wird. Christian, magst du vielleicht? Die Geschichte ist eigentlich recht kurz zusammengefasst. Ich mache ein bisschen längeres Päuschen in diesem Sommer. Werde es mir gut gehen lassen. Das war mal überfällig. Das bedingt, dass ich zur Vorbereitung oder zum Saisonstart auch nicht dabei sein werde, sondern euch das Feld sehr, sehr frohgemut überlasse und mich wahnsinnig darauf freue, euch dann sozusagen auf meinen Reisen zu hören und wie ihr dann die Saisonvorbereitung und den Saisonstart hier abdeckt im Podcast-Stadt. Und wir haben es vorher schon angedeutet, in der Zeit, in der ich dann eben nicht da bin, wird Felix einspringen. Das heißt, das neue dynamische Duo dann im Sommer heißt erstmal Felix Mahler und Philipp Meiseldorf. Freue ich mich wahnsinnig. Und mach den Kloppo, sind gleich Namen. Stimmt, das, ich bin sicher, das wird super. Vor allem kann Felix dann auch immer die Daten auch genauso live hier reinballern wie sonst. Also das ist auch generell, Felix, danke dir an der Stelle, dass du uns da die ganze Saison über wirklich damit versorgt hast. Das habe ich auch viel von Leuten zurückbekommen, die freuen sich immer, wenn sie sich nicht immer durchlesen müssen durch diese ganzen Zahlen, Daten, Fakten, sondern sie eben dann auch in akustischer Form dargeboten bekommen. Das heißt, Felix und Philipp machen das Ding im Sommer, Spätsommer und ich komme dann spätestens, wenn die Champions League losgeht. Ja, dann, wenn es wieder wichtig wird. Ja, macht der Erfolg mit einem. So ist es. Dann pickt man sich nur noch die Rosinen raus. Ne? Nein, wir wünschen dir natürlich einen sehr schönen, erfüllten Sommer. Ich weiß, was du machen wirst. Ich weiß, wo du sein wirst. Ich freue mich schon auf die Geschichten, die es da zu hören gibt und freue mich dann mit euch allen, auch mit euch da draußen, diese Reise endlich anzugehen. Nach all der Scheiße, Leute. Ja, geht's auf die Reise. Es wird fantastisch. Wir haben uns natürlich einiges vorgenommen. Ja, ihr könnt euch jetzt schon mal wappnen für mehr Videos. Vielleicht andere Formate. 2 Podcasts pro Woche. Und natürlich jede Menge Spiele, die Höhepunkte noch und nöcher liefern werden. Zumindest hoffe ich es. Die Champions League Auftritte der ersten Mannschaft, die Youth League auf Dritte, der U19. Wir versuchen einfach nochmal eine gehörige Portion draufzupacken auf das Paket, was wir euch jetzt schon bieten. Und damit das klappen kann, machen wir erstmal jetzt ein paar Wochen Pause. Na, also wir verabschieden uns mit dem angekündigten Transfer-Video von dieser Woche eine kleine Sommerpause. Wir müssen Luft holen, wir müssen Kraft tanken, wir müssen uns wappnen für das, was da kommt, und werden zum Saisonauftakt, also zum Trainingsauftakt Anfang Juli
wieder in euren Podcatchern und in eurem YouTube-Feed auftauchen. Diese paar Wochen gönnt ihr uns bitte. Wir brauchen sie. Und bis dahin gilt, vielen, vielen Dank. Ich habe schon gesagt, an euch beide natürlich, aber auch an alle, die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass dieses Produkt bei uns jederzeit rausgehen kann. Das fängt an bei den Kolleginnen und Kollegen hinter der Kamera. Ja. Die gucken, dass da alles nach dem Rechten funktioniert. Das geht weiter bei Mari, unserem Producer, der jede Woche unsere Folgen schneidet und der sich, glaube ich, jedes Mal die Voicemail von mir anhören darf, wenn wir dann durch die ganzen Kleinigkeiten durchhangeln. Viel, viel Geduld da auch mitbringt und natürlich an das ganze Team, das dahinter steht, ohne das hier das nicht möglich wäre. Und vor allem, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, danke an euch, weil wenn ihr uns nicht hören würdet, wenn ihr uns nicht gucken würdet, wenn ihr uns nicht auch hinterher mal irgendwie sagen würdet, hier, Meisel hat schon wieder Scheiße gelabert oder Christian Pavlic hat schon wieder gefährliches Halbwissen, dann hätte das alles auch keinen Sinn und Zweck. Wir freuen uns natürlich aber auch über ganz, ganz viel Liebe von euch, denn nur für euch machen wir das, für uns machen wir das nicht. Wir machen das dafür, dass wir euch durch die VfB-Saison mitnehmen können und freuen uns, dass wir ein kleines Stück euch dabei begleiten durften und in der nächsten Saison auch wieder begleiten werden. So ist es. Felix, danke dir. Gerne, gerne. Danke für die Einladung. Gerne. Ich hoffe, ich kann dich hier würdig ersetzen, sage ich mal, für die Zeit. Davon bin ich komplett überzeugt. Bevor jetzt einer heult, machen wir hier einen Knopf dran. Ja? Bis bald. Spart eure Urlaubstage auf. Ihr werdet sie noch brauchen dieses Jahr. Habt eine schöne Sommerpause. Wir hören uns. Eine unfassbare Saison. 14 Plätze besser als im Vorjahr. Vizemeister. Und ab September machen sich dann Zehntausende Stuttgarter auf die Reise durch Europa. Das muss auch Sebastian Hoeneß erst noch realisieren. Wir spielen gemeinsam Champions League, verdammte Scheiße! Podcast-Stadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.